be rolling, I like it like this.
We'll be right back.
trying to fight the demons in my mind. I'll prevail with every battle if I'm right. Guess my aim was off the target's out of sight. Would I be better if I left it all behind? 'Cause we can find a way, we can find a way. Find another place where we can just escape. We can find a way, we can find a way. Find another place where we can just escape. Ich nenne es mal pünktlich. Heute 22 Uhr, 3 plus minus, aber ich bin ziemlich froh, dass wir das gut gemeistert haben, denn heute keine technischen Probleme soweit. Am Start mit mir müsste sein der Moritz. Der Beschrei es nicht, Alex. Noch haben wir keine technischen Probleme. Wir hatten schon ganz lange keine mehr, Moritz. Musst du mal so sehen, oder? Jetzt stelle ich mir die Frage, hört man mich heute überhaupt? Ja klar hört man dich. Die Leute sind auch froh, dass du da bist. Ist doch logisch, oder? Ah, Tatsache. So. Ja, sag ich doch. Alles fluffig heute. Ja, den muss man kontrollieren. Das Audio ist etwas vor dem Ton. Aber du hast dein OBS neu aufgesetzt. Nein, Audio ist vor dem Ton? Was meinst du mit Asynchron? Oh, bei mir bist du... Ah, okay. Was kommt zuerst? Er sagt, Audio ist vor dem Ton, Alex. Da kümmere ich mich doch gerne darum. Das OBS hatte einen kleinen Reset, das kriegen wir hin. So, mache ich für euch. Ich mache euch ein kleines Neu-Delay. Er hat wahrscheinlich das Delay gelöscht. Ja, hat er. Ich liebe Technologie. So, lasst mich raten, 350 Millisekunden. Der Ton zuerst oder das Bild? So. Erst Bild, dann Ton, wie es aussieht, sagen jetzt drei unabhängig voneinander. Erst Bild, dann Ton, ja gut, dann machen wir das, das kann ich. So. Das müsste das Ganze jetzt korrigiert haben, hoffe ich jetzt. Gab da so einen kleinen OBS-Reset bei uns leider. Das ist sehr nervig, wenn das mal passieren sollte. Aber ich hoffe, das sollte jetzt repariert sein. Danke. Da weiß ich doch. Ich kenne doch meine 350 Millisekunden musste ich schieben. Ich kenne doch meine Technologie. So, und ich setze auch den Audio nochmal wegen. Erhöht, dass das alles passt für euch. So, dafür habe ich einen Streaming-PC. Und sonst alles gut bei euch da draußen? Geht's euch gut? Habt ihr Spaß gehabt die Woche? Bei uns war es ein bisschen wild. So. Ah, hat jemand Raspi mit Hemosystem Strom geklaut? Jetzt macht er keinen Mucks mehr. War aber faul neu zu machen. Faul sein ist nie gut bei Technik. Immer neu machen, immer neu machen, ist ganz wichtig. Weil irgendwann lässt man solche Sachen schleifen, dann hast du 1000 Projekte rumliegen, die nicht funktionieren. Das ist, wir kennen das überhaupt nicht. Ne? Ich wollte gerade sagen, ist das von dir gekommen? Ja, ich habe auch sehr viele Projekte. Jetzt zum Beispiel endlich ein ganz neues Projekt fertig, gestern fertig bekommen. Kann ich euch gleich was dazu verraten, wenn es euch interessiert? Warum ist der Stream vor 2 Wochen nicht gelistet auf YouTube unter Streams? Weil der noch nicht für Mitglieder umgeschalten wurde, aber das können wir gleich während des Streams machen. Der ist Nee, der sollte doch noch gecuttet werden. Der war eine halbe Stunde zu lang, da gab es Probleme. Ah, da gab's was, ja, stimmt.
Sag mal, habt ihr die Resolution etwas umgestellt oder hat das mit OBS zu tun? Die Resolution bei uns sollte mindestens 2K60 aktuell. Karte. Ja genau, 2K60. Bei YouTube und bei Twitch sind es, glaube ich, auch 2. Nee, das sind 1080p60. Bald, ich weiß nicht, ob nächste oder übernächste Woche, da kommt was Größeres. Alex, willst du mal ganz kurz zum Leaken eine Seite aufrufen und sehr schnell danach wieder schließen? Nee, ich finde es super. Notfalls. Wenn du mir schickst, könnte ich das machen. Ich schick's dir auf Telegram. Einfach mal kurz öffnen. Soll ich einen Live-Leak machen? Das The Geekfreaks-Logo zeigen und danach wieder schließen. Ja, mach mal. Pass auf. War das gut? War das schnell genug geleakt? Bist du damit zufrieden? Und so ungefähr, genau. Was habe ich umgestellt beim Sound? Gar nichts. Mein Problem ist, ich habe ein bisschen mit Plugins gearbeitet und eigentlich sollte es für unsere ganzen Hochkant-Fans hier so einen Hochkant-Stream geben. Den gibt es heute noch nicht, weil wir stellen noch ein bisschen was an unsere Streaming-Aktivität rum. Aber dadurch, dass ich ein paar Plugins ausprobiert habe und viele Bluescreens an diesem Rechner dadurch hatte, auch mit Live-Translation, hat OBS alle Settings verloren. Die waren dann einfach weg. Auch in meinen Presets und meinen anderen Files nicht mehr. Und deshalb muss ich da ein kleines bisschen nachziehen und reparieren. Das ist leider schade, aber sowas passiert. Ja, aber wie gesagt, nächste oder übernächste Woche bin ich mir nicht ganz sicher. Ab da gehen dann wieder alle Streams online. Alle Plattformen und der Hochkant-Stream kommt wieder. Und die Streams werden durch die Bank weg überall in deutlich bessere Qualität sein. Und die VODs werden einfacher anzuschauen. Also, da passieren einige Sachen. Ich muss aber am Freitag nochmal nach Frankfurt. Dann wird da der Renders aber nochmal umgebaut. Da passiert auf jeden Fall einiges. Ja. Also erstmal, dazu kann ich euch was sagen. Nein, da gibt es nichts Neues dazu. Und wer sich wundert, was damit gemeint ist, wenn man, und das kann ich euch gerne hier zeigen, wenn man eine Festplatte hat. Pass auf, da nimmt man jetzt hier zum Beispiel hier so einen Ordner und da will man was reinklicken, ne? So hier so in Files reinklicken. Seht ihr, wie lange das dauert? Bis da was geladen wird und wie lange das dauert? Aber wenn ich jetzt hier einmal drauf gehe und drücke F11 und wieder zurück, bam, instant. Wieso? Weil es ein Bug ist in Windows. Diesen Bug, den gibt es schon ewig, aber jetzt ist alles in diesem Explorer-Fenster unendlich viel schneller. Unendlich viel schneller. Jetzt kannst du hier durchgehen und kannst jeden Ordner zack, zack öffnen und die Files werden sofort angezeigt. Warum macht er das? Weil Windows in Windows 11 seit ungefähr 4 Versionen einen riesigen Bug da hat. Warum, weiß keine Wurst. Aber sobald ihr einmal Vollscreen gemacht habt mit F11 und wieder klein, geht das Ganze. Das kann man sich mit Auto-Hotkey-Script kann man sich das automatisieren, dass er bei jedem Explorer öffnen einmal kurz Vollscreen macht und auf einmal ist das Ding doppelt so schnell. Hat mit Scheduling und Ressourcenmanagement zu tun und dass der Explorer nicht richtig implementiert ist im Moment. Dazu im Hintergrund hat man die Seite gerade wieder gesehen. Aber ja, ich mache gerne die Musik etwas leiser, das ist gar kein Problem. Und den Moritz kann ich gerne auch ein kleines bisschen leiser stellen für euch. Was? Nein! Doch, die wollen es leiser haben. Ich stell dich mal 8% leiser, das sollte reichen. Und mich gebe ich ein bisschen lauter. Die Frage ist, ob ich dann klirr. Werden wir sehen. Ich hoffe nicht. Das hat mit dieser Funkstrecke zu tun. So, habe ich tolle Ideen für Offside-Backup von Unreal? Ja, habe ich. Und dazu wird auch noch was kommen, denn ich habe heute eine tolle E-Mail bekommen und das spoilere ich euch dann. Es gibt viel zu spoilern im Moment. Aber immer mit der Ruhe. Ich muss mal also, die ganzen ganz Nachrichten kurz, durchgehen. Ja? Ganz kurz zu Offside-Backup. Schaut dir mal Hetzner an. Wenn du wirklich einen eigenen Server hinstellen willst, da kriegst du für 35 Euro im Monat eine recht günstige Colocation. IPs sind teuer, ja. Stimmt. Aber du kriegst eine All-Inclusive Colocation recht günstig. Ob es noch 35 sind, weiß ich nicht, aber ist mal ein Tipp von mir. Also, du kannst, und das ist recht einfach, ich habe gerade gelesen, dass jemand einen Nextcloud einrichten will auf Android. Und das geht eigentlich recht easy. Das kannst du aber mit fast jedem Betriebssystem machen. Du bräuchtest für deinen Android hier, gibt es einen Container. Also im Moment FileRun kann ich nicht mehr empfehlen. FileRun ist jetzt mittlerweile Pay-to-Win. Das heißt, ihr müsst dafür bezahlen, wenn ihr diesen Container nutzen wollt. Was ich gar nicht so gut finde, ist halt mittlerweile so. Ich habe noch die alte Version. Das heißt, ich darf das einfach so weiter benutzen, aber das kann ich keinem empfehlen. Versucht mal den Nextcloud Pi Container, der Setup und Forget. Dann kriegst du hier drin. Das ist der Raspberry Pi Nextcloud Container und der geht super gut.
gehst du rein, Nextcloud Pi, nimmst du keinen anderen, weil der die Datenbank und alles mit integriert und funktioniert out of the box. Such den, der Setup and Forget. Geht auch relativ schnell, ist ein bisschen schneller als der andere gebloatete Nextcloud Client, der ist für Raspberry Pis optimiert, der läuft auf Android ziemlich schnell. Das dazu, aber dazu kommt noch was. Hier wurde der Sima Cube schon angesprochen, dazu quatschen wir gleich drüber. Jetzt muss ich erstmal hinterher kommen. Ich war jetzt ungefähr 2 Wochen richtig krank und ich bin immer noch nicht so ganz fit, deshalb bin ich ein bisschen langsam auch mit dem Nachrichtenlesen. Verzeiht's mir, ich versuche jetzt ein bisschen hinterher zu lesen. Alles andere ist scharf außer der Screen. Welche Auflösung fährst du denn? Denn wir senden hier raus und raussenden mindestens 2K. Geht es vielleicht um den Screen im Hintergrund? Der soll unscharf sein, das ist Absicht. Das soll unscharf, also ich soll scharf sein und der Rest muss unscharf sein. Das ist absichtlich, das nennt man Tiefenunschärfe. Ich hoffe, das sollte eigentlich relativ... Was sage ich zu Proxmox? Kommt auch an, was du nutzen willst. Android ist was anderes wie Proxmox. Habe ich schon 100.000 Mal Load angesprochen. Hm? Ja, Proxmox ist halt ein reiner Hypervisor. Ja. Da ist kein NAS oder so dabei. Die Userverwaltung ist sehr viel rudimentärer. Das ist halt einfach eine andere Zielgruppe. Wenn es dir wirklich nur darum geht, VMs zu betreiben, kauf dir kein Android installierter Proxmox. Wirst du mehr Spaß haben. Ah. Na, dann pass auf, da kommt jetzt noch was. Pass auf. Also ich fange jetzt mal an. Hier waren ganz viele. Erstmal eine Nachricht an Moritz. Moritz, erklär mal, was wird denn da so behandelt zum Fachinformatiker in Mathe? Ganz kurz, tatsächlich, du bist ein bisschen offen. Unscharf. Ja, du bist tatsächlich unscharf. Das sehe ich gerade hier im Stream. Ich bin unscharf. Was behandelt wird, Mathe, tatsächlich hatten wir gar kein Mathe in der Berufsschule. Mathe gab es einfach nicht mehr. Mathe ist irrelevant als Fachinformatiker. Ja, ein bisschen was solltest du können, auch damit du, also Basic Potenzrechnung ist definitiv sinnvoll für IP-Adressen. Hm. Und weil halt einfach viel die Speichergrößen, die IP-Adressen und so weiter, alles baut irgendwo auf Potenzrechnung auf. Aber viel mehr hast du nicht. Ja, wenn du dann später so Richtung Netze schneiden gehst oder das Subnetting, aber selbst da, Mathe hast du nicht allzu viel. Behaupte ich jetzt mal, so war es zumindest bei mir. Also ihr müsstet alle da draußen ein super tolles Bild kriegen. Ich werde jetzt... Moritz? Ja? Achtung, das Bild wird jetzt mal kurz schwarz werden, denn ich starte hier einfach nochmal neu und hoffe, dass es dann scharf für euch ist, aber eigentlich sollte nichts anders sein. Wartet mal kurz, das Bild ist jetzt für 5 Sekunden... So, das Ende wieder. So! Zum Glück haben wir die Render-Server. Ja. Das heißt, der Stream schon. So, was sagt ihr jetzt? Ist euch das jetzt besser? Sieht das jetzt besser aus? Also ist jetzt das Overlay wieder scharf? Ich kann euch nicht sagen, aber eigentlich müsste alles top knacken, mega super toll scharf sein hier. Bei welchem Anbieter ist unser Render-Server? Die Frage gefällt mir. Ich habe mir in Frankfurt, habe mich selber in ein Rechenzentrum eingemietet, kauft da ein ganzes Rack und mach jetzt sogar meine Internetanbindung selber. Also habe mit verschiedenen Anbietern Verträge, mache da mein Traffic, habe. Wird vieles selber gemacht. Zu viel will ich jetzt nicht erzählen. Aber ich mache nebenbei Hosting. Hallo. Ah, sehr, sehr interessant, oder? Ich bin unscharf. Was ich mir gerade nicht erklären kann. Also, das muss dann am Backgrafikkarte liegen. Und das ist interessant. Also, das werden wir demnächst rausfinden. Bei mir scharf. Ja, das ist alles unscharf. Jetzt, also, so verunsichert war ich in keinem Stream bis jetzt, Moritz. Wie siehst du das denn? Du hast doch den Stream bestimmt auch auf. Ich habe den Stream versteckt. Also, ich habe ihn jetzt selber geöffnet in einem Fenster, also dürft ihr mit hören, so, dass ich jetzt hier so meinen Stream habe. Und bei mir sieht er komplett scharf aus. Bei mir leider nicht. Bei dir sieht er unscharf aus. Ich bin jetzt auf 1440p und es sieht, naja, war schon mal schärfer. Ich habe eine Vermutung. Erzähl. Ich habe eine Vermutung, pass auf. Achso, ich habe kein YouTube, doch, ich habe YouTube Premium. Ja gut, dann weiß ich. Ich habe eine ganz gemeine Vermutung, meine Damen und Herren. Und die wird sich jetzt gleich bestätigen oder nicht bestätigen.
Aha, weil Twitch sagt, nämlich ist es scharf. Okay, dann ist YouTube doof. Aha, und ich habe die YouTube Premium, ne? Sind die Leute, die es quasi scharf bekommen bei YouTube Premium? Nee, ich habe YouTube Premium. Aber der bietet mir keine Premium-Option an. Ah. Wobei Twitch finde ich auch unscharf. Also nicht so, wie es mal war. Okay, pass auf, dann versuche ich jetzt noch eine Sache. Das interessiert mich heute mega arg. Chillt kurz. Ich probiere also, jetzt nochmal was. Wenn wir jetzt von unscharf reden, immer noch besser als 720p. Aber es ist halt definitiv kein 2K-Niveau. Auf keinen Fall. Okay, pass auf. Ich teste jetzt was. Das Bild wird jetzt nochmal kurz weg sein. Der Momo kann kurz das Stream wieder da gleich drauf geben. Ja, kann ich machen. Ein leichter Blurfilter. Ich will rausfinden. Das ist nämlich super interessant. Achtung, gleich weiter. Ich teste es auf dem. So. Und jetzt hat der Stream nämlich die Grafikkarte gewechselt. Jetzt bin ich vom Stream von der 1080 Ti auf die Arc-Grafikkarte gewechselt. Auf welcher IP streamst du gerade? Die 13 oder die 15? Die gleiche wie vorher. 13 oder 51. Ich bin nicht auswendig. Wieso? Ich will wissen, wo du hinstreamst. Sieht immer noch genauso aus. Sieht immer noch genauso aus. Aha, aha, aha. Finde den 1080p Stream schärfer als den 1440p Stream. Sieht gleich aus, nicht besser. YouTube ist umgestellt, andersrum. Hm. Das sieht interessant aus, denn YouTube muss dann anscheinend was umgestellt haben, wenn wir unscharf sind. Also ich sende diesmal mit knapp 5000 Kilobit mehr als letztes Mal. Okay, passt auf, ich versuche nochmal etwas. Ich habe eine. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Ist das jetzt besser oder schlechter? Ja, besser. Jetzt ist besser? Hat sich das jetzt geändert? Moritz ist schärfer als Alex. Wie geht denn das? Ja, doch, es ist besser, glaube ich. Jetzt ist besser? Ja, ist besser geworden. Also, ha, das ist verrückt. Okay, wieder was gelernt. Ah. Wieder was gelernt. Ja, siehst du mal. Sachen hier. Das ist ein OBS-Bug. Ich habe wieder einen entdeckt. Den darf ich gerne wieder heraushauen. Normalerweise habe ich... Ab übernächster Woche werden wir nicht mehr mit OBS re-encoden. Alex gibt das Beste raus, was er kann. Und alle Re-Encodings danach laufen nicht mehr mit OBS, sondern auf echter Hardware mit echten Encoding, also mit echten Encoder-Chips. Also quasi Purpose-Built-Hardware nur für Encoding. Keine Grafik. Sehr geil. Und das ist dann ungefähr vergleichbar wie dem Ultra-Slow-Preset von FFmpeg. Da freue ich mich drauf. Ich muss euch sagen, falls ihr OBS nutzt, es gibt eine neue Version von OBS, die 30. Ne? Die 30 wird ganz neu, mit ganz vielen Features und ganz vielen tollen Einstellungen. Aber sie hat einen Bug, der mich sehr nervt. Normalerweise sende ich in 4K an den Moritz und der Moritz re-encodet das Ganze in 2K und sendet dann. Jetzt habe ich umgestellt, dass ich schon in 2K re-encode und er damit quasi einen dünneren Stream bekommt. In OBS hat es mit der Schärfung zu tun. Das heißt, ein Stream, wenn runterskaliert wird, beziehungsweise für den Stream zusammengearbeitet wird in so einem H264-Format, dann gibt es da verschiedene Schärfungsmethoden. Normalerweise Bikubik, Langkos und so weiter, wie viele Stichproben genommen werden und so weiter und so fort. Das ist im Moment broken. Das hat mit ganzheitlichen Zahlen zu tun. Das heißt, der hat das Bild genommen und hat es aber falsch skaliert. Über Skalierung habe ich im Stream schon mal was gemacht, in einem der vorherigen Streams. Wenn also Pixel nicht pixelgenau skaliert werden, dann wird es blurry. Und es sieht aus, als wäre ein Blurfilter über alles. Deshalb muss man immer ganzheitliche Pixelwerte skalieren. Sehr nervig. Weil hier gefragt wird, was ich im Hintergrund habe. Ein DVD-Screensaver und ein Gandalf. Und Gandalf. Genau. Ah, wunderschön, wunderschön. Moritz, wollen wir mal zum Technis rüber? Dass die Leute auch ein bisschen Mehrwert haben in diesem Stream. Warum nicht? Du könntest versuchen. Machen wir, oder? Dann gehen wir mal drauf. Wupp. Also, das ist jetzt
eine Sache, die ich schon länger bequatschen wollte, aber es ist sehr interessant. Die Leute, falls ihr es nicht wisst, was ein Flipper ist. Ein Flipper war immer so ein ganz kleines, tolles, lustiges Gerät, mit dem konnte man Dinge tun, wie zum Beispiel Funksignale hacken oder so ein Blödsinn. Aber nicht nur das. Mit dem Flipper konnte man ganz viele Sachen machen, Wardriving, Wi-Fi und so weiter. Und viele Leute haben das Ding genutzt, um zum Beispiel ja, Bluetooth zu nutzen. Und zwar Bluetooth-Spam zum Beispiel. Das geht jetzt aber auch auf Android nativ und darüber rede ich deswegen zur Hackerprävention. Ich gebe euch die Links nicht mit, weil sonst wird wieder Schmuh getrieben. Ihr kennt das den ganzen Drill ja. Aber mittlerweile gibt es jetzt auch Apps. Ja, könnt ihr selber lesen, wie du mit einem Android-Handy selbst Bluetooth-Spam-Attacken fahren kannst. Die Reichweite ist klar begrenzt auf dein Android-Handy selber. Klar, es gibt ja auch eine längere Zeit schon Kali für Android-Handys. Aber man braucht jetzt den Flipper Zero nicht mehr, der so 200 Euro kostet für sowas. Wenn man also Penetration-Tests machen will und schauen will, ob seine eigenen Bluetooth-Verbindungen gut sind und sicher sind, dann kann man das mittlerweile mit dem Handy auch machen. Ich linke euch den Artikel mal. Da ist das GitHub-Repo drin, falls man da selber ein bisschen was basteln will. Hm? Das habe ich vor 5 Jahren schon gemacht mit einem ESP. Ja, ganz einfach ESP. Auch Wi-Fi, die Authing. Dann fliegt halt jeder Client aus einem WLAN-Netz. Ihr wollt den Stream lauter haben? Ich kann und anscheinend bin ich Async. Schau mal, was mit deinem NDI los ist. 100 Euro! Wow! Heiliger Bimbam! Hat gerade 100 Euro rausgefeuert. 114 Euro. Mit der Nachricht. Gold. Ich glaube, wir brauchen Servus. Gold. Ich schau auch mal wieder rein. Und ich hoffe, das Goal ist erreicht. Die Gruß Tobi aka T0BSN aka Bar. Dankeschön. Oh, yes. Dankeschön. Das tut uns gut, weil das unterstützt natürlich uns und unsere Streamereien hier. Ganz schön, Dankeschön. So, ich gebe euch extra jetzt noch ein kleines bisschen mehr Dezibel auf die Ohren. Achtung, ich weiß natürlich nicht, ob das Ganze dann irgendwo übersteuert an irgendeiner Ecke oder Ende. Ich hoffe, es ist trotzdem schön laut genug für euch und der Stream wird einfach weiter knackfrei, schön crispy für euch sein. So, herzlichen Dank für diese 100 Euro. Das ist richtig strong. Das ist richtig strong. Wisst ihr warum? Davon leben wir. Und dafür leben wir auch, denn ich habe einige an Projekte vorbereitet und im Moment geht's ausnahmsweise mal richtig gut. Ich bin gerade richtig froh, dass ich diesen Berufspfad The Geek Freaks gewählt habe. Im Moment bin ich richtig froh. Ja? Das hat man nicht der Temo schaut. Ja, weil finanzielle drei Leute sind heute nicht. Weil finanzielle Situationen sind. Ja. Wir haben die Dreier-Szene so gut wie nie. Ich bin da echt richtig froh, Moritz, das glaubt mir gar nicht, weil im Moment kommen immer mehr Partner auf uns zu. Kein Witz. Und ich habe sogar nächste Woche ein Meeting mit einer großen Schraubenzieherfirma. Okay. Mhm. Die mit denen du schon mal gearbeitet hast? Für den habe ich jetzt sogar was an der Wand hängen. Also ich habe ein Meeting, sogar ein Talk-Meeting ausgemacht mit einer großen Schraubenzieherfirma. Kein Scheiß. Und? Glaube ich, kann hier liegen. Ja, das ist gut. Das ist schon nice, ne? Und heute Avermedia hat uns jetzt auf Instagram gefolgt. Mini Driver. Da reden wir noch drüber, aber Avermedia hat uns gefolgt. Okay, warum? Haben wir mit denen schon mal was gemacht? Ist ein Upcoming Project. Okay. ich grinde das Game, ne? Ich muss mir die Marketing-Mails mal besser durchlesen. Und allgemein mal aufs Postfach achten. Ja, voll. Also ich habe schon viel lauterer gemacht. So, passt auf. Ich gebe jetzt noch mal. Ja, dafür kann ich nichts. Also auch? ich kann dich desynken und wieder reden.
Magie. Wunderbare Magie. So muss man das nur machen. Und dann auf einmal geht's wieder. Ja, jetzt geht plötzlich wieder alles. Wahnsinn, ne? So schnell kann die Sache wieder funktionieren. Habt ihr gesehen? Ja, Ton ging nicht. Der Moritz konnte keinen Ton machen, weil er hat seine Quelle über Teams geshared, aber Teams hatte leider keinen Soundgang. Wir haben extra. Und deswegen habe ich euch gezeigt, wie man das Ganze repariert. Auf dem Render-Server ein Teams-Account. Man sieht mich bei wenn nicht. Auf dem Render-Server ist ein Teams-Account, der mit in unserem Meeting ist, damit wir eben den einblenden können. Und das Einzige, was ich von der Gebärdensprache noch weiß, ist das hier, Gebärdensprache. Das habe ich verdrängt. Ich weiß noch was. Ich habe einen Vortrag gehalten, das war Hallo und herzlich willkommen zu meiner Präsentation über die deutsche Gebärdensprache. Das war eine Abschlusspräsentation, die ich halten musste. Nicht schlecht, okay. Kann man machen. Aber viel mehr habe ich mir nicht gemerkt. Ich kenne mich damit leider überhaupt nicht aus. Also immer noch Assyrisch. Ja, dafür kann ich nichts. Das ist, wie gesagt, Teams. Sagt herzlichen Dank an NDI und Teams. Ich kann noch einmal versuchen, diese Teams-Verbindung zu stoppen und wieder neu zu starten. Aber da Microsoft das Ganze nicht weiter unterstützt, beziehungsweise nicht weiter fortführt, jetzt werden wir es nochmal versuchen, ist es jetzt besser. Sprich, der Herr. Was? Hallo? Test? Guten Tag. Das ist das Beste, was wir hinbekommen mit Teams. Also wir werden auch das irgendwann umstellen, wenn wir das hinkriegen. Bei Moritz sieht es unordentlich aus. Naja, der Mann ist ja auch eigentlich kein Vor-der-Kamera-Mensch. Er ist ja ein Bastelmensch und Bastelmenschen müssen nicht aufräumen. Das sind mittlerweile sind das alles nur noch Kartons. Und die sind auch nur... Also man sieht, ich arbeite gerade dran. Hier ist ein Homeoffice-Setup. Weil ich das jetzt wieder brauche. Und nächste Woche werden die ganzen Kartons weg sein. Das heißt, ab da ist da hinten die Ecke auch wieder begehbar. Oder ist es vielleicht alles nur Greenscreen? Oder das. Man weiß es nicht. Also ich bin auf jeden Fall froh, dass der Moritz jedes Mal sich freitags die Zeit nimmt, mit mir diesen Stream zu fahren, um Blödsinn zu machen und so weiter, weil es ist schon schön. Der gibt sich da immer die Mühe und sagt, okay, ich mache mit und so weiter und so fort und das ist richtig schön. Ist auch nicht selbstverständlich. Die anderen Jungs haben meistens auch alle ein eigenes Leben oder irgendwie was zu tun. Aber der Momo sagt, nee, ich habe kein Leben, ich mache da mit. Nächste Woche bin ich vielleicht nicht dabei. Nächste Woche bist du nicht dabei? Ich weiß auch. Vielleicht bin ich zu der Frankfurt ist. Zeit in Frankfurt, genau. Render-Server-Upgrade, was auch wieder für ein Stream ist. Scheiße. Der nächste Podcast ist aufgenommen. Ich war jetzt zwar ein bisschen crank, aber ich habe es geschafft. Trotzdem noch einen Podcast. Ja? Wir haben aktuell 6 Folgen fertig aufgenommen. 6? Ja, die werden nur nicht geschnitten. Warum? Weil sich niemand dafür bereit erklärt, die zu schneiden, weil Robin ist ja gerade nicht da. Dann machen wir das doch mal. Dann sag mir die Links zu diesen 6 Folgen, dann hau ich die rein, okay? Alle in der Cloud. Okay, dann kümmere ich mich da nächste Woche drum. Ich bin dran, Projekte aufzuholen. Ihr merkt, ich bin dran. So. Oder? Der Luke lebt noch. Ja, der hat bloß keine Zeit gehabt. Wir warten die 1,5 Monate, bis Robin wieder da ist. Und dann? Und dann kann er es machen. Ich hoffe mal, er schaut nicht zu. Also wir haben auf jeden Fall noch Material für euch. Und es kommt noch viel, viel mehr Material. Es kommt auch noch ganz viele Überraschungen. Kommen wir noch dazu. Jetzt sind wir erstmal wieder endlich so ein bisschen im Flow. Hat auch ein bisschen gedauert. Also falls ihr es nicht mitbekommen habt, ich war zum ersten Mal seit Jahren im Urlaub, neulich. Und nach dem Urlaub hat es für mich ewig gedauert, wieder in einen guten Workflow reinzukommen. Auch klar, Tochter auf der Welt und dann immer diese Entwicklungssprünge und das Zahnen. Und dann sind auf einmal alle krank und Kind krank. Und dann ist der Sohn krank, dann ist die Tochter krank, dann bin ich krank. Und dann steckt man sich im Kreis an. Und dann kommen Projekte und Arbeit noch dazu. Und irgendwann, da ist es dann so richtig schwierig, so in einen normalen Trott reinzukommen, finde ich. Ich bin gerade wieder so am Aufholen. Aber man merkt, das ist so, also dieses Adultieren finde ich gar nicht so einfach manchmal. Namen-Chat, mein PC gibt mir kein Bild. Garka-Lüfter dreht sich, Monitor ist es nicht. Wenn ich die Garka abklemme, gibt er mir keinen Fehlerton. Findet der die überhaupt? Jetzt kannst du anfangen. Könnte der RAM sein. Könnte die Graka sein, könnte das Mainboard sein, andere PC-Express-Slot probieren. Hast du eine andere Grafikkarte? Steck die mal rein und schau, ob die überhaupt geht. Schau mal, hast du einen Beeper? Steck den mal an. Bau alles aus, auch den RAM. Versuch ohne RAM zu booten. Kommt da überhaupt ein Beepen? Sagt der RAM nicht gefunden. RAM wieder reinstecken, anderer Slot, nur einen Riegel. Versuchen mit einem Riegel zu booten.
kann er ohne Grafikkarte mit einem Riegel booten. Kommst du überhaupt in einen Postton? Und dann so Stück für Stück. Das ist das Nervigste. Das ist wirklich das Allernervigste, das zu machen. Wenn du einen WHEA-Summenfehler hast, dann hast du meistens ein Problem mit falsch getakteten RAM. Meistens. Das heißt, entweder du hast zu wenig Voltage auf deinem RAM oder du hast zu angezogene Timings. Das ist so schön. Wie sieht's aus mit dem neuen Mainboard vom Render-Server? Der sagt mir einfach alles. Und selbst wenn das Netzteil komplett abgeklemmt ist, das Ding wird per PO gepowert, auch. Das sagt mir, was passiert. Ohne Netzteil. Könnte meins auch, aber darf ich euch mal kurz einen Shoutout an Asus haben? Also ich weiß nicht, wie es mit den neuen 7000er Threadrippern ist, aber mit meinem 5000er Threadripper hier, ich habe ein Asus Mainboard für 1000 Euro. Das hat IPMI. Das heißt, ich habe eine Netzwerkkarte und ich könnte das getrennt betreiben und hätte immer Bild und habe ein KVM und so weiter. Das ist alles im Mainboard. Frage, ganz kurz dazu. Funktioniert deine IPMI? Also kriegst du da Bild raus? Ja, ich kann das alles machen. Da ist ein AsMedia, ein ASBeat Grafikchip drin, das alles. VGA-Ausgang, ich habe alles theoretisch. Kann es aber nicht nutzen. Denn wenn ich das einschalte, habe ich in Windows, egal welches Spiel ich starte oder welches Programm, ich kriege 20 FPS. Genau, das ist das Problem. Ich kann es nicht nutzen. Ich muss es ausschalten auf diesem Mainboard, weil ich sonst nur Grafikgefacke kriege. Selbst wenn ich es im Gerätemanager ausschalte, spinnt alles rum und nichts funktioniert. Auch alles, was mit Nvidia-Grafik zu tun hat, wird nicht richtig detektiert. Das wurde nie repariert. Problem hast du mit IPMI-Boards, also Consumer-Boards. ASRock Rack hat es mittlerweile in den Griff bekommen, aber zum Beispiel die Gigabyte Workstation-Boards haben das Problem immer noch. ASRock Rack habe ich aber gerade meine eigenen Probleme, weil da kriege ich das gar nicht zum Laufen mit dedizierter Grafikkarte. Ja. Das ist halt richtig scheußlich, ne, mit dedizierter. Vor allem, ich habe zwei dedizierte drin. Ne? Also, ich würde auf jeden Fall Corsair XMP aktiviert. Ja, mach mal 1,39 Volt. Mach mal 1,39 Volt und schau, was kommt. Und ganz wichtig im BIOS, versuch mal das Memory Training besser einzustellen. Gibt es ganz viele Threads zu. Memory Training vielleicht auf A stellen, Hexad A, kann helfen. Rumprobieren. Das ist manchmal gar nicht so leicht, aber das klingt nach einem RAM-Ding. RAM ist, je mehr Riegel du drin hast, schwerer zu betreiben, vor allem an den Nennleistungen. Passt auf. Ich habe viel angekündigt, vor allem weil Computer schneller werden. Und da habe ich zwei News für euch, die hat der Moritz auch nicht auf dem Schirm. Deswegen fand ich sie so geil und spannend. Also, erstmal, wir sind dabei und sollten gerade subatomare Halbleiter hinbekommen. Was heißt subatomare Halbleiter? Es wurde ein neues Material gefunden und gleich mal die Hoffnung, das wird nicht in den Computern Einzug leisten. Warum? Warum wird es nicht Einzug halten? Denn das Material ist super teuer. Das ist, das Tempolimit ist weit unter dem, was es sein könnte, weil durch Streuung und Effekte, ich nenne sie mal Gittereffekte, wird zu viel Energie in Hitze umgeführt. Das hat mit Phononen zu tun und Quasiteilchen, bla bla bla. Es gibt ein Material, das jetzt gefunden wurde, was sehr geil ist, das hier. Und dieses Material ist richtig, richtig strong und ermöglicht quasi eine viel schnellere Datentransformation. Also die Daten können viel schneller durch die Gitterstrukturen durchwandern. Du hast kaum Hitzeverlustleistungen und so weiter und so fort. Jetzt kommt aber das Problem. Das Material ist selten. Das wird nirgendwo einzuhalten, weil das super teuer ist. Was aber funktionieren wird, ist eines der seltensten Materialien überhaupt, das damit verbaut wird, das es auf der Erde gibt. Das ist ein kleines Problem. Aber das gibt Hoffnung, dass es andere Materialien gibt, die ähnliche Eigenschaften haben könnten. Und das ist schon mal gut, weil jetzt wissen die Leute, wonach sie suchen müssen. Das heißt, jetzt wurde etwas gefunden, was so schnell funktioniert, wie wir es gerne hätten. Und wir wissen, das gibt es. Jetzt müssen wir nur schauen, ob wir diese Eigenschaften bei anderen Kombinationen von elementaren Teilchen finden können. Wie zum Beispiel bei diesem Material. Das hat einen super geilen Namen, oder? RE6SE8CL2. Das Problem sind... Das Problem ist das Rhenium. Rhenium ist so selten bei uns, das findest du so gut wie nirgends. Das ist halt eins der ganz, ganz seltenen Materialien. Mal schauen, ob das jetzt, das ist jetzt quasi der eine Sprungpunkt für schnellere Computer. Wir wissen jetzt, wonach wir suchen müssen bei der Halbleiterforschung. Aber da hat sich noch was ergeben, was ich fast genauso spannend finde. Den Laserchips.
Und das ist auch wieder was. Das soll ich mitbekommen. Was? Laserchips. Also das eine, das soll das Ganze auch 20 Mal schneller machen und das soll es auch nochmal 25 Mal schneller machen. Was hat es damit auf sich? 100 Mal energieeffizienter, 25 Mal schneller. Immer diese ganzen Hype-News, diese ganzen Hype-Dinger. Was soll? KI-Anwendungen sollen viel besser werden. Und jetzt endlich, wir wissen, dass es nicht so schnell ist wie biologische Gehirne, weil Elektronen laufen durch unsere Schnürringe und sehr, sehr guten optimierenden Nervenbahnen. Die sind die besten Stromhighways für solche niedervoltigen Dinge. Und die haben natürlich auch immer wieder Energieverstärker und Rekuppler. Also wie diese schlaue Biomechanik, die versuchen wir nachzubauen. Vor allem, indem wir Störverhalten rausfiltern, gute Signalintegrität und so weiter haben wollen. Und der Weg führt im Moment entweder über Materialien, die wir auf der Erde zu selten haben und wir finden was, oder eben über Licht. Und Optoelektronik und Quantenbauteile sind halt jetzt der neueste Schrei. Vor allem, um KI umzusetzen. Und deshalb die Analogie mit dem Menschen. Denn wir wollen natürlich das Ganze mit dem Menschen koppeln. Ne? Dass wir ein AI-KI-Interface haben, wir wollen Neuralink, was wir nicht alles wollen. Wir wollen verbessern, wir wollen aus der biologischen Evolution in die künstliche Evolution, weil die biologische Evolution irgendwo am Ende ist und die künstliche Evolution ist der evolutionäre Fortschritt der Evolution. Außerdem dauert es viel zu lang. Ne? Und das ist ja der natürliche Vorgang, dass du von der biologischen in die künstliche Evolution gehst und dann gehst du in die Synergie, ne? Und bla, das ist so der logische Flow der Evolutionäre, dass du quasi in die gesteuerte Evolution gehst. Sind wir aber noch weit entfernt, weil die meisten Sachen, die wir hier haben, die funktionieren noch nicht so richtig. Aber das hier ist zum Beispiel ein Ansatz, und zwar mit Licht. Und Licht kann natürlich je nach Modulation und je nach Einstellung mit optischen Chips sau viel Gas geben. Ne? Genauso wie wir in die Kristallspeicher wollen. Microsoft investiert gerade sehr viel in die Kristallspeicher. Hier wird sehr viel in die Licht- und Lasertechnik investiert. Könnt ihr gerne hier so mit nebenbei runterlesen. Und die Taktfrequenzen und die Lasereffizienzen steigen immer weiter. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt nur noch kleiner bauen. Und dann kann das Ganze jetzt zum Beispiel für ChatGPT verwendet werden. Warum? Das klingt jetzt eigentlich billig, das für so ein Sprachmodell zu benutzen. Ja. Aber das ist einer der ersten Ansätze. Es muss ja immer irgendwo zuerst getestet werden, ob das Ganze in die Richtung führt, in der wir es haben wollen. Und das wird trotzdem spannend. Denn wenn dadurch die Leistung und Geschwindigkeit von AIs und der Energieeffizienzkoeffizient steigen, heißt, dass die Dinger mehr Einzug finden. Wenn du dann irgendeinen Tesla-Bot hast, der mit einer besseren AI funktioniert, wird er nicht über deinen Couchtisch fallen, wenn er dir gerade mal ein Getränk trinken soll. Du jetzt etwas sagen, ne? Dass KI ineffizient ist, viel Strom braucht? Das würde mir niemals über die Lippen kommen, dass das der einzige Grund ist, warum die im Moment nutzlos ist, weil sie viel zu viel Strom braucht. Hast du das mitbekommen mit Microsoft, die, ja? die extra AKWs bauen wollen, nur für ihre eigenen Rechenzentren? In Amerika? Nein, das habe ich nie mitbekommen. Oh, da bekommt jemand das mit Nextcloud Pi nicht hin. Wir können vielleicht am Ende nochmal etwas dazu machen. Das Bild hängt. Ich sehe, kein Bild hängt. Bei mir geht's gut. Wir können vielleicht am Ende heute noch was machen. Dann gerne. Dann machen wir gerne noch was dazu. Ja, the Training of A. Es gibt verschiedene, habe ich gerade hier gelesen. Also ich habe vorhin empfohlen, dass jemand im RAM Training einstellen kann. Im BIOS gibt es verschiedene Training. Einstellungen für den RAM. Und nicht die Einstellung BIOS. A in Hex ist eine, nicht in jedem BIOS, aber in einem guten BIOS. Und in einem guten BIOS kannst du dann die Trainingsoption wählen und dann kannst du da als Hex zum Beispiel den Buchstaben A reinschreiben. Das ist eine Hexzahl und das ist eine der vorgeschlagenen Algorithmen, wie man die RAM-Trainingszeit und den Algorithmus auswählt. Kommt aber aufs Mainboard drauf an, meins Cut ist zum Beispiel. So, okay, weiter. Also, Licht gut. Und die neuen Effekte auch gut. Kristalle auch gut. Quantentunneling-Effekte auch gut. Aber wir haben jetzt auch so eine Sache. Ich muss dagegen unsere Technik und Science News leider mal vorgehen. Denn ich bin jetzt leider der Debunker. Ich liebe meine Verschwörungstheorien. Wie wir alle liebe ich Verschwörungstheorien. Ich liebe Mythen. Ich liebe Alien-Sachen. Ich liebe das ganze Zeug. Leider sind schöne Geschichten immer nur Geschichten. Und die Medien verrupfen sowas immer ganz gern, genauso wie diese Quantendinge. Wir können leider im Moment die Quantentechnologie nicht nutzen. Wieso? Weil es technisch, alle denken, wow, cool, der Quanteneffekt. Wenn ich jetzt hier quasi was Teilchen verschränke, könnte in Echtzeit Kommunikation stattfinden. Ja, eben nicht. Weil erst in dem Moment, wo sich ein Teilchen entscheidet, dass es zum Beispiel einen Rechtsspin hat, hat das andere dann einen Linkspin, wenn sie verlinkt sind. Also die zwei Teilchen, wenn die verschlüsselt, verkoppelt sind, erst in dem Moment, wo es gemessen wird an der einen Seite, hat das andere die Daten. Das heißt, du müsstest vorher wissen, für welchen Zustand sich das eine Teilchen entscheidet, dass du weißt, was auf der anderen Seite rauskommt. Das weißt du eben nicht.
Und da du nicht in der Zeit zurückreisen kannst und vorhersagen kannst, welchen Zustand eines der Teilchen einnehmen wird, kannst du diese Technologie nicht für Echtzeitkommunikation nutzen. Das ist unser Problem im Moment. Ja, doch. Du musst dafür nur die Hälfte irgendwie genauso schnell kommunizieren können. Ja, ne? Also, das ist das Problem. Und das wird auch erstmal nicht gelöst werden. Denn in dem Moment, wo du diese Kommunikation interceptest oder abrufst, um da zum Beispiel Daten rausziehen zu können, dass du es für Kommunikation nutzt, verfälscht das Ergebnis. Sobald du einen Beobachter anwesend ist, geht es nicht mehr. Das macht der Quantenkryptographie so gut. Aber die Echtzeitkommunikation so unmöglich. Auch wenn du eine Gegenstelle hättest. Da arbeiten viele Leute dran, das möglich zu machen. Ne? Das wäre unendlich großartig, wenn wir Echtzeit hätten. Wird aber erstmal in den nächsten 20, 30, 40 Jahren nicht kommen. Außer, und da sind wir bei dem Punkt, warum ich gerade diese Brücke schlage, zu der KI und zur Beschleunigung der Chips. KI findet die Möglichkeiten, die wir nicht finden. Und KI hat auch schon sehr geholfen, jetzt in der stellaren Erkundung, im Mappen, wie zum Beispiel hier ein echtes schwarzes Loch aussieht, für Nolan-Film und die Berechnungen. Die Dinge sind halt echt gut. KI sind in der Hinsicht ASICs. Die nehmen die Daten und können sie viel effizienter, viel besser verarbeiten. Wir Menschen sind ganz normale x64-Computer. Aber KI sind ein trainiertes Model. Ein trainiertes Model. Keine ASICs. Ja, ich will es jetzt vergleichen, lass mich doch. Effizient zu sein, ja. KI auf keinen Fall. Moritz, warte doch mal. So wie ASICs und x86, so sind die Menschen zu der KI. Die KI ist sehr gut trainiert darauf, eine Aufgabe erfüllen zu können. Und wenn es darum geht, Muster zu erkennen. Der Mensch ist General Purpose, der kann alles ein bisschen, aber nichts perfekt. Dafür müsste man Sauvant sein oder ein sehr starker, inselbegabter Autist. Und die KI, die, wenn auf eine Aufgabe trainiert ist, kriegt die halt einfach besser hin. Deswegen forschen wir da so sehr dran. Klar, weil wir das als Menschen so nicht sehen können und wir die Muster und die Mechanismen dahinter teilweise gar nicht verstehen. Intel versteht auch nicht, wie ihren. Weil ich finde deine Verallgemeinerungen immer schlimm. Ich finde die schön. Chat, sag mal, ich finde meine Verallgemeinerungen schön. Das musst du ja ein wenig runterbrechen, ein wenig lockerer. Ja. Und sonst ist es ja immer so. Das sind dann trotzdem die Aussagen, die Kommentare erzeugen. Ja, das ist auch wieder gut, das erzeugt Traffic. Das ist gut, ja, natürlich, aber weiß ich nicht. Bisschen polarisieren musst du. Wie kannst du mit Jellyfin Film für unterwegs schauen? Entweder hast du einen Tunnel, das heißt, entweder du machst dir selber einen WireGuard auf oder einen Tailscale oder einen OpenVPN und dann tunnelst du es dir sonst wohin. Oder du machst den Reverse Proxy, wo nur du Zugang hast, vielleicht mit aus, Authy oder was auch immer. Und dann kannst du das da hinschicken. Authy ist ein Tool für 2FA. Ja, aber es gibt einen OTP-Generator. Ja, aber den kannst du zum Beispiel unter Android zum Beispiel nutzen für die für den. Meinst du Authentic? Dass du erst den. Ja, Authentic meine ich. Authentic nutzen wir für Nextcloud und so. Ja, also das kannst du da auch nutzen. Sehr praktisch. Aber kommt halt darauf an, ob du das wirklich willst und ob du die Bandbreite hast und ob du wirklich das mobil willst. Weil da brauchst du ja auch Transcoding, weil du auf Mobilgeräten ja weniger Auflösung brauchst, als wenn du 4K Blu-ray abspielst. Sonst schickst du ja Daten umsonst. Oder Zero Tier, habe ich jetzt hier implementiert in der OpenSense. Machen wir zum Stromverbrauch und zum Stromsparen auch noch was gleich. Hm? Was sagst du? Stell mir vor, dass das ein Getränk mit Schuss, extra Schuss Kaffee. Na, pass auf. Ich habe nämlich was ganz Tolles. Ich probiere nämlich ganz in meinem Netzwerk viel aus im Moment. Denn ich habe eine neue Kiste. Und mit dieser Kiste. Ich habe extra kein Video dazu gemacht, denn ich wollte heute im Chat. Komm, ich ziehe das vor in den Technos. Ich wollte heute den Chat fragen, ob ich dazu ein Video machen soll. Ist auch gut, oder? Also, passt auf. Das ist jetzt eine Aufgabe an euch und an den Moritz, um mir zu sagen, ob das spannend genug ist für ein Video. Das hier ist meine OpenSense. Aber es ist nicht mehr die alte OpenSense, die ich die ganze Zeit hatte. Es ist eine neue. Guckt mal auf die Architektur. Das hier ist ein i3-N305. Vorher hatte ich drin einen 7700. Heißt, der 7700, der ist ja schon ein paar Jahre alt, 6 Jahre alt. Und jetzt habe ich das geupdatet. Nach 9 Wochen Lieferzeit übrigens. Gegen einen brandneuen passiven Mini-PC, der nur 15 bis maximal Peaklast 50 Watt braucht. Das heißt, das Ding ist gerade passiv. Hello, Jerry. Jetzt ist das Ding. Die sind eigentlich von der Leistung gleich. Also der N305 ist zum 7700 10% schneller, wenn es hochkommt. Aber der ist viel optimierter.
Nicht nur, dass ich hier 4x 2,5 Gigabit habe, sondern hätte ich einen großen PC auch gehabt. Ich spare über 100 Watt im Betrieb und ich bin effizienter. Was heißt das effizienter? Ich habe das Ding jetzt mal getestet, auch mit PowerD im Stromsparmodus. Ich meine, das Ding besteht nur aus Efficiency Cores. Machen wir uns nichts vor, das Ding hat nur Efficiency Cores. Es hat gerade Suricata an, es hat gerade Unbound an und schaut mal, wie wenig Leistung das Ding ist. Ne? Das ist Absicht. Unbound brauche ich auch nichts. Naja, Unbound mit Blocklist mit Suricata braucht schon was. Pass auf. Ja, aber das ist nicht Unbound, was braucht. Unbound braucht nur, solange du eine DNS-Anfrage machst. Richtig. Aber es kann ja Peaks erzeugen. Ja, jetzt sagen wir mal, das Ding läuft hier recht gut, läuft vor sich hin, braucht hier nicht viel Watt, so 20 Watt, wenn jetzt Vollleistung und hat 10 Gigabit insgesamt, ne? 4, 2,5 Gigabit Ethernet, Thunderbolt, was auch immer, passiv ganz toll. Und jetzt habe ich aber was bemerkt. Ich kann hier reingehen in die Services und kann in die Intrusion Detection gehen und kann Hyperscan aktivieren. Das kannst du sonst nie, weil eben neue Chip-Architektur. Und Hyperscan ist so schnell, dass es mich zum ersten Mal keine Performance kostet. Das heißt, ich verliere keine Bitrate. Das Internet wird nicht langsamer, trotz der aktivierten Filter, Rules, Firewall. Das hatte ich noch nie. Ich habe bis jetzt auf dem alten PC, bin ich von 1200 Bit Download auf 800 oder 600 runter. Bei dem Ding konnte ich hier Hyperscan anmachen und die Hardware Offloading und bleib bei meinen 1200. Ich verliere gar nichts. Das ist für mich super wild. Und das spricht für die neue Architektur. Moritz hat ein schwarzes Bild. Auch neu. Ja, Moment. Auf jeden Fall wollte ich das unbedingt mit euch teilen. Was ist Hyperscan? Hyperscan ist ein anderer Algorithmus. Pass auf, es gibt hier in der Intrusion Detection. Das ist quasi sowas wie eine Filter Rule Policy in OpenSense, die man einstellen kann. Und da kannst du ganz viele Blocklisten aktivieren und Sachen, die gefiltert werden. Und das verbraucht natürlich Traffic, weil aller Traffic durchanalysiert werden muss. Und normalerweise wird es gemacht mit diesem Aho-Korasik-Algorithmus. Der kostet dich Performance. Auch der kostet dich Performance, auch der kostet dich Performance. Weil diese werden berechnet in Echtzeit von der CPU von Threads. Das heißt, jede Anfrage wird über einen Thread geteilt. Der Hyperscan kann aber neue Mechanismen und Offloadings der neueren Intel-Chipsätze nutzen und damit das Ganze um einiges beschleunigen. Und das ist halt wild. Und das ist halt richtig wild. Und es bremst keine Sekunde. Der Filter bremst nicht mehr. Ich glaube, da wurde was falsch verstanden. Was ist der Unterschied zwischen Hyperscan und Edgard? Was? Nein. Hyperscan ist der Algorithmus, der hier von Suricata oder in diesem Fall Intrusion Detection unter OpenSense genutzt wird. Das hat nichts mit Edgard und so zu tun. Edgard ist einfach Hyperscan nur ist nur einer der Algorithmen. Eine Blockliste quasi für dein DNS. Das ist was ganz anderes. Ein Edgard Home oder ein Pi-Hole, die filtern DNS. Eine Suricata oder Intrusion Detection schaut sich jedes einzelne Paket an und filtert jedes einzelne Paket an Traffic, das durchgeht. Das ist ein Paketfilter. Das heißt, da wird nicht nach DNS gefiltert, also welche Adresse darf und welche darf nicht, sondern da wird jedes Paket untersucht. In Echtzeit. Und das ist eine ganz andere Art zu firewallen. Und da das jetzt so gut funktioniert, bin ich mega glücklich. Mega glücklich. Ja, Hyperscan, der Algorithmus ist auch erstmal komplett unabhängig von der CPU-Architektur. Und passt auf, also wie genau und wie tief, da müssten wir jetzt, das würde heute den Stream sprengen. Ich zeige euch aber, welcher PC es ist, wenn ihr wollt. Den habe ich erst gekauft und ich erzähle euch die Story zu diesem PC. Denn ich glaube, das könnte euch interessieren. Ich habe es im Stream noch nicht angesprochen. Ich habe diesen PC gekauft und den ich jetzt habe, ist nicht dieser PC mehr. Machen wir eine Story zu, Storytime. Deshalb habe ich dazu auch kein Video gemacht. So, das ist dieser PC. Aber das ist nicht dieser PC. Ich habe euch den Link schon mal gerade reingeschickt. Ihr seht auch, wann ich den gekauft habe, theoretisch. Das ist er aber nicht. Ich habe von diesem PC das Update bekommen. Also es ist nicht dieser PC, denn ich habe ihn bestellt für diesen Preis. Und dann so, gut, warten wir mal, weil die Stromkostenersparnis, ich spare mir im Jahr 260 Euro Stromkosten. Wenn ich meinen alten austausche, das ist 1,5 Jahren, hat er sich rentiert. Okay, habe ich eingebaut, habe ich gekauft. So, dann warten wir. Auf einmal kriege ich eine Nachricht von DHL. Jo, bitte zur Abfertigung deines Kaufes, wir brauchen mehr Info von dir. Ich so, wie, wir brauchen mehr Info? Habe ich die Firma angeschrieben über Amazon. Die hat mir über WhatsApp geantwortet. Ja, also wir haben da so ein Ding, wir kümmern uns drum. Wir kümmern uns drum. Das Ding hängt halt am Zoll, aber die brauchen noch mehr Infos von uns, also schicke ich dir das. Oh, okay, gut, warte ich. Eine Woche später. Ja, du, pass auf.
Wir können dir das leider nicht geben, denn der Zoll hat den gesamten Frachtcontainer akquiriert und es wird 8 bis 12 Wochen dauern vielleicht, bis du das Gerät dann erhalten kannst. Okay, aber wir schicken dir das neue Modell, weil der hier ist outdated und hat Firmware-Probleme. Also schicken wir den neuen, der hier noch nicht gelistet ist auf Amazon, der gerade hergestellt wird, mit einem, der hat noch einen HDMI-Anschluss mehr und eine bessere BIOS-Firmware. Okay, schickt mir den. 6 Wochen später. Ja, also toll. Und wann erhalten? Vorgestern. Aber vorgestern erhalten. Also, jetzt habe ich das Ding zum Glück. Also den Nachfolger von diesem hier. Der sieht fast identisch aus. Der sieht identisch aus wie dieser hier. Nur hat der kein WLAN, den ich jetzt habe. Hat dafür aber einen HDMI-Port mehr. Also 3 HDMI-Ports. Der hat 2 HDMI-Ports und einen Display-Port. Ja, okay. Und ich habe Thunderbolt vorne dran. Der hat der hier nicht. Und das heißt, ich habe Thunderbolt 4, volles Thunderbolt 4, 2 NVMe-Slots, SATA innen drin, noch einen Spare-SATA, den ich benutzen könnte, aber nicht nutzen muss. Und so weiter und so fort. Das Ding ist halt wild. Und es ist auch super schnell, weil ich habe hier extra die Version genommen mit dem N305. Der N305 ist halt super, super wild. Jetzt habe ich aber kein Video dazu gemacht, weil erstens sketchy Lieferzeugs und so weiter kann ich keinen empfehlen, aber ich wollte halt einen guten PC mit N305 haben, dass ich das hier umsetzen kann. Zu solchen Geräten und PCs kommt noch was. Da mache ich ein Video demnächst dazu und das ist auch eine Übergabe. Ja, warum brauchst du eine Firewall mit Thunderbolt 4? Ist easy. Wenn du einen Switch ansteckst zum Beispiel oder einen Enclosure, an dem du mehrere WLANs managen willst mit anderen Netzwerkkarten, kannst du das machen. Thunderbolt hat 40 Gigabit. Das heißt, du könntest 40 Gigabit Ethernet darüber realisieren. Du könntest Nein. natürlich aber auch sagen, hey, in der Zukunft? Wie? Nein. Natürlich. Nein. Einfach mal, weil er Nein sagen will. Du könntest natürlich aber auch sagen, hey, ich virtualisiere. Und dann könntest du das wieder nutzen, um damit zum Beispiel Unreal und so weiter zu betreiben. Was? Kann man, also ja, den kannst du als Proxmox nehmen. Ja, kannst du machen. Auf deiner VM oder was? Ja. Achso, nee, Android auf die Kiste oder was? Ja, ich kann Android auf die Kiste und könnte das ja dann virtualisieren und könnte dann die OpenSense virtualisieren. Dachte ich, du hast Android als VM da drauf. Nee, also das Ding ist stark genug. Der N305 ist, das ist ein 8-Kerner, Alter. Der hat 8 Kerne. Efficiency Cores. Und die sind getaktet bei wie viel? 4,x Gigahertz? Alter, das ist super schnell. Boost, bleib bei Base, Alex. Gibt es die neue Version auf Amazon? Weiß ich eben nicht. Deshalb kann ich es euch leider nicht sagen, weil ich habe ja nur meinen Kaufling. Ihr müsst dann selber mal gucken. Und es wird immer unter anderen Rebrands verkauft. Ihr kriegt es übrigens über AliExpress nicht günstiger als Amazon. Ich habe geschaut. Ich habe lang geschaut. Damals der DDoS, das war schön. Damals, das war schön. Das war die gute alte Zeit. Aber ich wollte es euch bloß mal zeigen, das Ding läuft übrigens smoother. Ich habe keine Ausfälle mehr im Heimnetz, seitdem ich gewechselt bin vom 7700 auf den kleinen neuen Mini-PC. Keine Ausfälle mehr. Meine Frau bemerkt sogar, dass das Internet schneller ist. Das Ding kann mehr leisten und verbraucht weniger Strom. Also all in all, ich bin nicht nur überrascht, ich bin sogar sehr glücklich über den Umstieg. Ich hätte nicht gedacht, dass der Umstieg so viel ausmacht. Auf Papier sind es 10% mehr Leistung, macht sich aber erheblich bemerkbar bei der Geschwindigkeit und bei der Optimierung, die mittlerweile durchgeführt wird. Also chipsatztechnisch allein schon und Hardware-Offloading technisch. Also und natürlich diese neuen Algorithmen, weil ihr wisst ja, das Ding hat ja nicht nur hier die Hardware-Acceleration, das Offloading, was hilft. Das hilft bei den neuen vor allem noch um einiges mehr. Nee, das Ding hat, und ich muss jetzt diese Settings suchen, ich finde die immer nicht. Moritz, es gibt viel zu viele Settings immer. Mhm. Wo sind die? Welche? Ja, hier. Nee, nicht das Adaptive. Ja, wo sind die denn? Ja, welche? Ja, hier, die Crypto. Die da. Die Hardware, das suche ich. Die Hardware-Acceleration-Settings. Diese hier. Oh Gott. Ich bin froh, dass ich die jetzt endlich einschalten konnte. Die wurden vom 7700 nicht unterstützt. Allein das macht so viel Geschwindigkeit. So viel Geschwindigkeit. Diese ganze Hardware-Beschleunigung, die sonst nicht geht, das merkst du. Alles ab Gigabyte aufmerkst, merkst du es. Du merkst es nicht, wenn du jetzt an einem Rechner einen Download siehst. Hm? Bitte nicht bald, ja. Also du merkst es. Weil, wenn verschiedene Traffic Sources hinzukommen, nicht wenn du jetzt einen Download fährst, sondern wenn du ganz verschiedene fährst
Und die sind unterschiedlicher Art. Du hast doch mal einen UDP-Traffic, du hast einen TCP-Traffic. Du hast irgendeinen Multicast-Datenstream, der in eine andere Richtung geht. Irgendeinen Scheißdreck. Und dann hast du noch gleichzeitig... Multicast im Netzwerk? Ja, ich habe Multicast. Bist du über deinen Router? Hm. Da, ich bin mir ziemlich sicher, dass über deinen Router nur Unicast geht. Nee, Multicast. Was geht denn da in Multicast? Jetzt verrate ich noch nicht, ist ein Upcoming-Video. Ich glaub dir kein Wort. Dann, ich werde dich lügen strafen. Ich glaub dir kein Wort. Ich bin viel am Experimentieren. Und ich dieser Router ist nicht, ist nicht mehr nur der einzige im Haus übrigens. Ich habe ja nicht gesagt, dass es übers Internet geschickt werden muss. Ich habe viele, viele, viele Interfaces. Auf jeden Fall, wenn eure Kiste so viele Sachen managt, dann ist es gut, einen der neueren Prozessoren zu haben. Ist einfach zum Mitgeben, die neuere Generation, Alder Lake U und so weiter, ja, die sind um einiges besser. Auch im Vergleich zum 5000er oder ein J5000 oder. Übrigens, ich habe sehr viele Multicast-Datenströme übrigens hier im Netzwerk. Wo? Oh. Ja, die laufen, zum Glück im Moment laufen die alle über den Mikrotik, der die unterstützt. Thank God. Ja, aber von wo nach wo hast du Multicast im Netz? Das verrate ich eben noch nicht, weil das würde schon zu viel verraten, würde. Das mache ich noch nicht. Ja, was für eine Art von Daten wird er übertragen? Audio und Video. Mal redest du von NDI? Nicht nur. Auch NDI etwas nutzt, Neues. NDI nutzt Unicast, das ist kein Multicast. NDI kann Multicast. Kann Multicast. Ja. AMD konnte, AMD ist ja schon, NDI konnte auch vorher Multicast, aber nicht so, wie du es verwendest. Jetzt? Kommt noch. Ich glaube dir irgendwie nicht. Ich sage mal so, ich tease an, dass ich etwas baue mit einem mobilen Router über LTE, der aber in diesem Heimnetz sitzt, mit einem Kamera und einem Rucksack. Aber daran bin ich noch. Mach's nicht besser, Alex. Ich weiß. Aber es zieht ja doch schon mal gut an. Okay, also. Ich will's nicht glauben, das ist richtig. Will's nicht mehr. Bekomme ich damit meine Gigabit-Leitung von Vodafone gemanagt? Ja. Ja. Also mit dieser Kiste kriegst du alles gemanagt. Aber ich muss noch mal was drauf. Und zwar, ich weiß nicht, also bevor wir jetzt eine kurze Pause machen, ich weiß nicht, ob es euch interessiert, aber ich hoffe schon. Danke für den Follow übrigens. Es gibt ja so viele revolutionäre neue Mini-Dinger. Und demnächst kommt ein Video über den stärksten Mini-PC, den es gibt, auf dem Markt von mir raus, in ein, zwei Wochen. Der stärkste auf dem Markt, den habe ich getestet. Aber es wurde natürlich auch immer laut. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. War das das, was du mir schon mal erzählt hast? Psst, die Teaser sind rum. Sonst okay, dann sage ich dir, aber das ist kein Multicast. Multipath ist kein Multicast. Nein, ich rede nicht von Multipath. Nein, ich rede nicht von Multipath. Wir machen gleich eine Pause, pass auf. Aber, ja, mit IRL hat es auch zu tun. Aber wir hatten es viel über zum Beispiel das Sima-Board, dass sich die Leute beschwert haben, die Performance ist nicht optimal und so weiter. Und habe ich gesagt, für den Preis und diese Größe und PC Express ist es, die Firma wächst gerade, die arbeiten dran, die geben sich Mühe, die sind noch gut. So wie OnePlus am Anfang war, ne? Die haben Hunger. Das wird richtig gut, die Firma. Wie viele Monitore hast du im Bereich? Ja, die Stromrechnung sind 240 Euro im Monat, mein Freund. Und ich arbeite an Solarsachen. Videos dazu kommen. Oh, meine Stimme. Heißt es, dass eine OpenSense als VM auch schlechter dran ist als mit einem Intel? Ja. Ja. Erstens, OpenSense ist immer schneller auf Bare Metal. Immer schneller. Falsch. Stimme ich nicht zu. Nein. Ist so. Schneller? Nein. Ja. Kann genauso schnell Doch. Sein. Kann genauso schnell Habe sein. Habe ich bis jetzt noch nicht erlebt im echt, in der echten ja, weil Anwendung. Ja, weil du Android als Hypervisor nutzt. Es kann genauso schnell sein, Alex. Okay, Moritz und ich sind nicht einer Meinung. Entweder genauso schnell, aber schneller ist es auf jeden Fall nicht. Ich empfehle trotzdem immer Bare Metal. Natürlich, du kannst nicht mehr Leistung durch einen Layer dazwischen rausholen. Ja, ich sag nur vorsichtshalber, also es macht auch, ja, es gibt Leute, die denken sich sowas, oder kann ich PCs koppeln, werden viele verrückte Kommentare. Moritz, wir müssen mit allem rechnen. Ja, aber trotzdem finde ich diese Verallgemeinerung immer sehr schwierig, wenn du das so sagst. Ja, natürlich, in den meisten Fällen, wenn du einfach nur installierst, draufhaust, wirst du schlechter dran sein, weil du dann irgendeine virtuelle Netzwerkkarte hast, die dazwischen hängt, was auch immer. Aber
Moritz, auch wenn du die, auch wenn du die Netzwerkkarten direkt durchroutest. So, du routest die Netzwerkkarten direkt durch, du gibst keine. Komm, gehen wir mal drauf rein. So, du kannst keine zuweisen, gibst ihm so und so viel keine. Okay. Okay. Jetzt hast du neue PCs, vor allem mit Efficiency und Performance Cores. Zum Beispiel. Naja, du hast dir deine Numa-Nodes ausgerechnet, entsprechend die Kerne zugewiesen. Damit wirst du das Problem mit den Efficiency- und Performance-Cores nicht haben, weil du hast es schon bedacht. Dann hast du also, er geht schon von viel aus. Er geht schon. Alex, genauso wie ich das gerade gesagt habe. Ja, du wirst recht haben, wenn du einfach nur installierst und draufhaust. Aber trotzdem wirst du nicht sagen, es wird immer langsamer sein, weil das stimmt nicht. Es kann genauso schnell sein. Und deswegen, ja, ich muss natürlich von Dingen ausgehen. Weil einfach so ein Proxmox oder ein Android installieren, eine OpenSense installieren, das wird dir natürlich Leistung kosten. Aber trotzdem kannst du nicht sagen, Virtualisierung kann nicht genauso schnell sein. Schneller nicht, nein, davon rede ich nicht. Nee, aber es gibt auch, du musst halt genau. Nee, aber um die gleiche Geschwindigkeit zu kriegen, musst du genau wissen, was du tust. Also wirklich. Du musst definitiv genau wissen, was du tust. Du gehst da auch in riesen Rabbit Hole allein mit Numa Nodes. Und du musst die Tunables kennen. Ja, das und ist der OS-Level. Ja, aber die musst du trotzdem kennen, um die gleiche Performance rauskriegen zu können. Und das hat auch mit der Implementierung von verschiedenen Features mit Flow Control zu tun. Nicht nur, aber auch. Vor allem, wenn man die internen Nix mitnutzt und keine dedizierten Extra-Karten und zum Beispiel vom Mainboard sich nichts mit abschneidet. Na gut, ich rede jetzt von nix, wie ich es in den Servern habe, die halt 150 Euro. Ich rede jetzt davon, du hast ein Mainboard, das hat jetzt zum Beispiel zwei LAN-Stecker dran und die Leute wollen die nutzen. Vielleicht sogar 600 Euro kosten, die dann auch so Sachen wie XDP, Express Data oder so unterstützen. Und die Zuschauer sind nicht reich. Die sind nicht reich. Wir reden von normalen Leuten, die damit Geld sparen wollen. Sage ich trotzdem, diese Pauschalisierung ist nicht gut. Ja, ich kann auch mit Hardware, mit 10.000 Euro Hardware auf die OpenSense werfen. Klar kriege ich dann gleich, ne? Moritz. Ich sag's nur. Ja, ich weiß, aber Moritz. Nein, iClone, ich stimme dir nicht zu. Nur als 80% der Nutzer betrifft, kann man nicht verallgemeinern. Ich versuche halt immer, die Leute vor sich selber zu schützen. Ich weiß, manchmal bin ich da zu produktiv mit den Aussagen, das weiß ich, aber ich weiß auch ganz genau, dass das sonst auf uns zurückfällt. So, pass auf. Also, am PC wird nur Windows benutzt, das stimmt halt nicht. Ja, ist so. Ja. Ja. Aber pass auf, also ich muss mal zurückholen. Also ich habe euch gerade gezeigt, ich habe hier einen N305. Und ich habe mich darüber gefreut, dass Sima Board rausgebracht hat, Sima Blade rausgebracht hat. Und so geil. Und dann wurde die Announcement gemacht. Sima Cube. Und ich so, was? Sima Cube? Wow! Mir kam nicht nur Android in den Kopf, sondern da ist ein N100 verbaut. Also der schwächere Bruder von dem, den ich jetzt in der OpenSense habe. Völlig in Ordnung. Und ich so, oh, nice. 256 GB SSD schon mit drin, 6 Bane NAS. Mit Mega-Konfigurationen, RAID, JBOD, SSHD, gib mir! Dann habe ich mir das angeschaut. Und dann fand ich so, ne, die Kickstarter-Kampagne und ich so, wow, ich will das haben, aber ich kann mir das bestimmt jetzt nicht kaufen oder leisten. Und dann bin ich so die Kickstarter-Kampagne durchgekommen, was hat es denn? Zwei PC Express, 164 Terabyte kann man einbauen. Was? Und dann war schon, wow, RAID 0, 1 und 5, cool. 6 plus 1 Hybrid durch Hot Swap und hier die Modi für die Festplatten. 4 NVMe's kann man einbauen und eine Grafikkarte und ein Netzwerk. Und wow, das ist das perfekte Gerät für NAS oder für ein Android oder für ein Proxmox oder überhaupt. Mega. Mit Echtzeitschnitt und allem. Und dann habe ich mir so angeschaut und dachte mir, das will ich unbedingt. Und dann habe ich im Stream so scherzhaft gesagt: Ice Whale, wenn ihr zuguckt, schickt mir das. Und ich so: Schickt mir das, ich will das haben. Heute kommt die Mail von Icewave. Na, pass auf. Danke für dein letztes Video. Cool, dass du uns bekannter machen willst. Die Kampagne startet heute. Ich habe das so ein Ding schon mal geschickt. So ein Prototypen. Ja, den mit dem schwachen Prozessor, der N100, der große ist noch nicht fertig, aber den schicken wir dir dann auch. Und ich so, nee. Ihr verarscht mich. Das heißt, ich kann euch das Ding auch zeigen, ich kann es richtig testen und ich kann die Claims proven, ob das Ding wirklich sich lohnt. Ich krieg das Ding nämlich. Ja, holy Kartoffel, das Einzige, was mir fehlt, ist Festplatten. Ich habe keine mehr.
Ich habe weder SSDs noch Festplatte, ich habe auch kein Geld, die zu kaufen, aber ich muss irgendwie gucken, wie ich es mache, dass ich dann das Ding bestücken kann und dann gebe ich euch, weil da drin kann nämlich auch eine Quattro-Grafikkarte rein. Holy Kartoffel. Du kannst eine Quattro-Karte reinhauen und eine Mellanox 40 GBE-Karte und dann hast du damit halt eine Überkiste, die so gut wie wenig Strom braucht. Erstens, das sind Ehrenmänner, I swear. Völlig. Zweitens, finde ich saugeil, dass sie immer mehr Produkte reinwerfen und ihr müsst euch überlegen, wie groß dieser Sima Cube ist. Der ist nur so groß. Das macht Synology in QNAP platt für den Preis. Das ist einfach wild. Noch kannst du es gar nicht kaufen, es ist ein Kickstarter, also beziehungsweise du bist gerade dabei. Ich gebe euch den Link mal zu diesem Kickstarter. Aber ich werde euch da auf dem Laufenden halten. So, es gibt ja dann zwei Varianten. Warte mal, wo haben wir das hier, wenn du hier so drauf gehst? Wo kann man hier backen? Ich kenne mich ja mit Kickstarter an sich selber schlecht aus, weil ich es so gut wie nie mache. Ohne Belohnung unterstützen will ich nicht. Was gibt es denn hier für Modelle? Ja, in Hongkong-Dollar, ne? Also Info 470 Euro ist der Early Bird. Für 470 Euro kriegst du das Ding, den Sima Cube. 19 Volt, 220 Watt Power Adapter, also für 400, roundabout 470 Euro. Das ist in Ordnung. Der große kostet dann 564 hier im Moment, also der mit dem größeren Prozessor. Boah. Ne, die normale Version, die Pro-Version, komm jetzt mal runter. Die haben auch die Unterschiede, glaube ich, hier mit gelistet. Der große kriegt einen Intel 12 Gen i5, ist auch okay. Ein Alder Lake 305 wäre mir lieber, aber den haben sie wahrscheinlich nicht bekommen für das Ding. Also den gleichen wie meinem Router wäre mir lieber. So sieht das Mainboard aus. Ihr habt hier zweimal NVMe, hier nochmal zweimal NVMe. Ihr habt hier den PC Express hinten offen und den 16er. Hier dann die RAM-Module bis zu, ich glaube, 64 GB RAM kannst du reinklatschen. Dann hast du hier die M.2-Base nochmal innen drin versteckt. Du hast hier so einen M.2-Splitter-Bay an der Seite, wo du nochmal vier platzieren kannst. Also, du hast hier auf dem Mainboard die M.2-Slots und du hast hier an der Seite die Slots. Was halt, schau dir das an. Da hat jemand richtig mitgedacht, wie so ein Home NAS aussehen soll. Ne, 470 Euro und sleekes Design und schön und Thunderbolt. Also, Sima OS kann man darüber sagen, was man will. Also, ich würde auf jeden Fall gleich erstmal mit Android testen, wenn die Kiste da ist. Ne? Sag ich euch gleich. Die werben auch mit, hey, da kann man Stable Diffusion drauf lassen. Ja, wenn du eine Quattro einbaust. Hast du hier deine zwei Dinger? 10 Kern, 4 Kerner oder mitgeliefert, entweder 16 GB oder 8 GB RAM, musst du natürlich ein bisschen upgraden. Bin gespannt. Moritz, was hast du? Ist das was Spannendes oder findest du das doof? Für Leute, die sich sonst für 800 Euro eine Synology kaufen würden, definitiv spannend. Ja schon. Ich würde mir das nicht kaufen, aber gut. Ich naja, bin glaube mal antreten. Nicht ganz die Zielgruppe. Nee, bist du auch nicht. Ganz kurz. Videoschnittleute sind dafür zum Beispiel die Zielgruppe. Weiß ich auch nicht ganz, aber ja gut, vielleicht. Was hier Daniel Tuckern gerade schreibt. Mhm. Mit Stream im Hintergrund zum Einschlafen laufen lassen oder was auch immer. Ich teaser mal ganz kurz was. Mhm. Ich rätsch damit jetzt einfach rein. In ein paar Wochen, in den zwei Wochen oder so, wenn endlich die neuen Streams beginnen, mit den neuen Servern und dann auch der neuen Plattform, wird es auf dieser neuen Plattform auch ein Audio-Only-Stream geben. Mhm. Also du kannst dann in der Qualitätsoption kannst du alle Qualitäten von 4K bis, ich glaube, 480p oder 360p runter auswählen oder Audio-Only. Und dieser Audio-Only-Stream, wenn du unterwegs bist oder so, kannst du es dir nebenbei anhören oder wenn du den Stream vielleicht zum Einschlafen hören willst. Und eventuell, je nachdem, ich weiß noch nicht, ob das durchgeht, ich versuche Alex immer noch davon zu überzeugen, den Stream, wie die Van-Show das macht, als Podcast hochzuladen. Nee, hat er nicht. Das ist ein Unschärfebilder. Ja doch, hier ist ein bisschen was passiert. Das sind hauptsächlich Kartons, die kommen weg. Wir können das versuchen, natürlich auch ein bisschen wie die Van-Show zu handeln, klar. Ne? Also kein Problem, können wir gerne probieren. Er wird auf jeden Fall einiges an Änderungen geben. Stimmt, PeerTube, das wollte ich auch noch machen. Nee, PeerTube ist es tatsächlich nicht. PeerTube ist es nicht, aber PeerTube ist noch eine Idee. Gut, dass du es sagst. Verspreche ich auch seit Ewigkeiten, dass ich das mir mal anschaue. Ja, versprichst du auch schon seit Ewigkeiten. Also pass auf, ihr steigt jetzt mal nicht aus. Die Leute haben nämlich schon gebettelt nach einer Kaffeepause. Wir machen eine kurze Pinkel- und Kaffeepause. Lauft nicht weg, ich habe so viele Themen noch vorbereitet und noch ein paar Überraschungen. Ne? Also nicht weglaufen, sondern da bleiben. Und wir gehen dann noch ein kleines bisschen auf den Q&A-Fragenteil ein. Das heißt, wenn eure Fragen bis jetzt noch nicht beantwortet wurden, machen wir gleich. Nicht weglaufen. Hm?
ne, da kümmern wir uns schon drüber. Weil, wo du jetzt schon ein paar Mal gesagt hast, bis gleich. Haut nicht ab. Alle mal aufs Klo, dann geht's weiter. Close your eyes. Close your eyes. We'll be right back.
So, und wir sind wieder da. Hab den Timer extra ein bisschen kürzer gestellt, weil sonst heißt es wieder, oh, wir sind so lange weg. So, warum macht man sowas? Das ist nicht okay. Was macht man denn? Ich habe vielleicht noch ein bisschen was überlesen. Gerade wurde ich noch regelrecht über das Sima Cube und Sima Board und so weiter unterhalten. Klar, Technik ist teuer. Auch Streamingdienste sind teuer. Wir hatten es jetzt über ganz viele dieser Streamingdienst-Sachen und natürlich Dinge, die uns selbst betreffen. Uns betrifft natürlich auch YouTube und YouTube Premium und die Ad Enforcement. Wissen wir, das ist ein leidiges Thema, stört viele Leute. Viele sagen dann, Ads sind böse, Ads sind gut. Ich habe da eine sehr schwierige Position, weil ich lebe von diesen Ads, aber gleichzeitig sind sie schädlich für die Zuschauer, weil sie eben nicht richtig gehandhabt werden, meiner Meinung nach. Das heißt, ich gehe weder mit dem Zuschauer konform noch mit der Politik von YouTube. Deshalb sage ich, schwierige Position. Das Modell ist nicht tragbar, wie sie es jetzt machen. Ich hoffe, es verbessert sich ein kleines bisschen, weil wir als Creator sind natürlich auf sowas angewiesen, aber auch andere Anbieter haben schwierige Sachen. Nennen wir es mal schwierige Sachen. Spotify, Spotify Premium, Disney Plus, BBC. Herzlichen Dank, BBC. Danke, dass jetzt Doctor Who endlich kommt, aber leider über Disney Plus und dann nicht mit den Sonderinhalten von Doctor Who, die nur für BBC exklusiv, dass man nur in England gucken kann. Und lauter solche Sachen entstehen immer, wenn die großen Corporations zu gierig werden. Und irgendwann wird Kabelfernsehen neu erfunden werden. Wenn es so viele Streaming-Anbieter gibt, dann gibt es wieder einen Anbieter, der alle vereint und auf einmal ist Kabel neu erfunden worden, aber halt als Streaming-Dienst. Sehr lächerlich, dass das im Moment so ist und dass die Leute explodiert werden, wenn sie kein Geld haben. Ne? Und Blu-ray soll auch noch abgeschafft werden und so weiter. Und eine der interessanten News, und deswegen habe ich das auch so proklamativ hier reingeschrieben, so goodbye Apple Music. Erstmal danke für den Sub. Apple Music. Jetzt, ja. Here you go. Und da sind wir wieder. Herzlichen Dank fürs Warten, meine Damen und Herren. Der Streaming-PC wird ausgetauscht. Der hat ein kleines Problem, und zwar die 1080 Ti, die nicht mehr so richtig will. Ich habe sie jetzt schon runtergetaktet. Aber nachdem ich sie mir 2017 im Anfang gekauft habe, jetzt nach so 6 Jahren, sagt die 1080 Ti gut nach. Die mag jetzt nicht mehr. Die hat jetzt viel durchgemacht, die hat die meisten TGF-Videos geschnitten. Die hat sehr lange überlegt, ihr seht schon im Hintergrund, ich passe noch ein bisschen so das Framing an. So. Die hat viel gemacht, die hat viel durchlebt, die hat uns durch Hochs und Tiefs begleitet. Aber jetzt wird sie langsam sagen, gute Nacht, schlaf gut und goodbye. Schade. Sehr schade, ich mache die Musik gerne leiser. Warte. So. Schade, weg mit dir. Ah. Da muss ich die ganze Karte... Legen. Vor 2 Jahren, 3 Jahren hat die auch schon nicht mehr deinen Main-PC überlebt. Nee, die hat mein Main-PC dann nicht mehr überlebt. Aber ich hatte sie jetzt hier im Einsatz, weil Wasserkühlung und Streaming-PC, und der hat natürlich ein bisschen Leistung, die er braucht, klar. Und ja, ich habe da zwar auch eine Arc drin, aber das Ding hat halt auch viele Aufgaben, die es so endertechnisch überwinden muss. Mit diesem Overlay und dem ganzen Zeug, und deshalb, ja, schade. Und Geld wächst natürlich nicht auf der Straße, das weiß man. Deshalb versuche ich auch Hardware immer wieder zu repurposen, so gut es geht. Jetzt hat sie halt im Livestream sich angekündigt, dass sie nicht so gern weiter den Livestream machen will. Gut zu wissen, muss ich das halt ändern. Das ist halt, kennt ihr da draußen, ja, ne? Es ist immer dann, wenn es theoretisch wichtig wäre. Wir können theoretisch das Overlay wieder auslagern. Ja. Warum nicht Shadow für den Streaming-PC nutzen? Ja, ich möchte dann von hier... Nein. Dann woanders? Nein. Also, das woanders im Stream wäre nicht das Problem. Das machen wir mit Frankfurt die auch. Mein Threadripper taugt nicht als Streaming-PC. Pass auf, mein Freund. Also, mein Threadripper, der hat damit gar nichts zu tun. Denn der Threadripper, der läuft ja schon mit die 3090, läuft für diesen Stream bei 78%, manchmal bei 90% Auslastung. Wieso? Klar, hier haben wir Echtzeit-Tracking, wir haben Blur-Effekte. Wir haben Multi-
Bild. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel sowas. Kann man das hier sehen, wenn ich das hier rüberschiebe? Nein, kann man nicht sehen, weil Durchblick kann nicht gesehen werden. Das kann ich euch gerne zeigen mit meiner Kamera. Wir haben 16 4K-Quellen, die in Echtzeit verarbeitet werden. Das heißt, ich werde später natürlich auch mal wieder die Szenen und die Örtlichkeit wechseln und rübergehen, zum Beispiel an meinen Drehtisch. Und dann kann ich euch das auch zeigen. Aber diese Auslastung hat natürlich damit zu tun, wer Technologie fährt. Habe ich das Handy noch nicht verbunden? Nee, ich habe es mit LTE verbunden. Warte mal, kann ich das jetzt? Nee, ich habe es mit LTE verbunden. So, ich zeige es euch mit einer anderen Kamera, dass ihr es ungefähr so erahnen könnt. Macht mal so. Schaut mal da oben. Das sind alle Quellen, die ich hier fahre. Das nennt man einen Multicast. Ne? Hier sind ganz viele verschiedene Bilder am Start, die mit gedreht, mit übernommen werden. Und das ist natürlich aufwendig. Ist ja klar. Und das braucht auch viel Leistung. Der hat eine 1000D drin, ja, genau. Hast wieder den RAM OC? Ja, der RAM ist immer OC. RAM OC ist gut. Aber einen neuen Tipp habe ich bis jetzt noch nicht. Also nicht an dich gestellt. Oh, streitet euch nicht hier im Stream, bitte. Dann nicht streiten. Wir haben uns alle lieb. Wir sind ja hier, weil wir uns alle lieb haben und weil wir Technik lieben. Schaut mal hier. Außer das da. Und wir waren zuletzt bei dem Thema Streaming. Und Streaming ist so ein Ding, weil es zu viele Anbieter gibt. Der Moritz hat bestimmt auch einige dieser Anbieter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Moritz einige dieser Anbieter hat. Ich habe nur ein Abo bei dieser und Spotify. Nee, nicht dieser. Und ich musste... Tidal. Ja. Oh, ja. Welche Funktion hat MS Teams? Na, der Moritz kommt über Teams rein. Der kommt hier gerade über Teams als Bild- und Tonquelle, über NDI-Steuerung herein. Das braucht natürlich auch ein bisschen Rechenlast im Hintergrund. Wichtig, es gibt so viele Musikanbieter. Was es noch gibt, Deezer, Spotify, Tidal, es gibt alles. Und Apple Music war der Nachfolger von iTunes. Klar, oder ist der Nachfolger von iTunes. Und jetzt wurde der Voice Plan eingestellt. Das war der günstigste Plan, den Apple geboten hat. Den hat wahrscheinlich von euch niemand da draußen genutzt, schätze ich mal. Den konnte man nur über Siri abrufen. Das war so der günstigste Plan. Und den haben sie jetzt eingestellt, weil ihn sich für 5 Euro im Monat keiner holt. Ich verstehe ja gar nicht, warum. Das ist halt... Ich weiß nicht. Wir leben in einer Zeit, wo Spotify gibt. Ja, Spotify kann ganz vielen, kann fast alles und so weiter und so fort. Aber Spotify zahlt jetzt kleine Creator gar nicht mehr aus. Falls ihr es mitbekommen habt, Spotify sagt sich jetzt, na, pass auf, du hast Musik erstellt, so wie ich. Ne? Unsere eigene Musik, die auch für einen Podcast und so genutzt wird. Du hast jetzt Musik erstellt, aber du bist ein kleiner Creator und hast wenig Aufrufe, also dir geben wir gar kein Geld. Also diese Centbeträge oder diese Eurobeträge, nee, das schütten wir lieber an die Großen aus, die zu wenig bekommen. Denk Spotify. Nur weil ihr denkt, dass meine 2-3 Euro von Kaffee wertlos sind, müsst ihr sie mir nicht ganz weg. Danke. Also Spotify verfolgt dann eine, kann sie sagen, schwierige Politik? YouTube ist natürlich teuer. YouTube Premium ist auch teuer. Was aber praktisch ist bei YouTube Premium, ist wenigstens YouTube Music mit drin. Heißt, danke fürs Abo. Nicht nur, dass man ein besseres HD bekommt, denn falls ihr es nicht wisst, wenn ihr YouTube Premium abonniert, bekommt ihr zwar HD, aber ihr bekommt HD Premium. Das heißt, ihr könnt HD in der höheren Auflösung, also mit der höheren Bitrate gucken. Schärfer und schöner und mit höherer Bitauflösung. Wird einem sonst vorenthalten, klar. Und natürlich, man kriegt die Musik umsonst. Frage, braucht man wirklich 2FA bei Spotify? Weiß ich nicht. Das sind jetzt keine Daten, die ich als wirklich schützenswert betrachte. Und vor allem, die meisten nutzen Spotify auf dem Handy. 2FA in der Handy-App, das würde... Das ist schwierig. Macht keinen Spaß. Reinstallier bitte IQ. IQ kann solche Bugs mal erzeugen. Einfach neu installieren, dann geht's. Aber auch keine dieser Ausnahmen, nicht mal die Hälfte der Liedermixes hat man, die man sucht. Ja, MP3, FLAC, VLC. Da geht's los. Manche Leute suchen Sachen, die es woanders nicht gibt und so weiter und so fort. Ein MP3-Player und USB-Sticks. Und ja, ich komme auch noch aus der Zeit. Und ja, ich mache auch noch Privatkopien von meiner Musik. Und ja, das gebe ich dann meinem Sohn zum Beispiel für seine Kopfhörer oder. Man muss es ja nicht in Deutschland kaufen, das ist das eine. Du bist als deutscher Bürger nicht verpflichtet, in Deutschland zu kaufen. Das heißt, du kannst in Argentinien kaufen, du kannst sonst wo kaufen und als normaler Kunde, nicht Firma, darfst du das.
EU Recht sagt dir, du darfst es, aber AGB sagt dir, du darfst es nicht. Aufpassen. Wenn sie dich kicken, ist es wurscht. Wenn du gegen die AGBs verstößt, können sie dir kündigen, aber verklagen würde ich keine. Aber aus Sicherheitsgründen werden wir trotzdem keine Anleitung geben, wie das geht, weil YouTube nein. Uns aber ich sag nur, ihr könnt es nach dem EU Recht dürft ihr einfach in Argentinien oder Türkei kaufen, so wie es manche Leute im Chat schreiben. Dann kostet es euch fast gar nichts. Das kannst du mit fast allem machen. Also ist es keine Ausrede. Es kommt dann nur darauf an, was ist das Beste. Und das Beste kann man im Moment wenig empfehlen von diesen Streaming-Diensten. Alle haben Vor- und Nachteile. Ich wollte euch damit nur mitgeben, die stellen alle immer wieder um und dauernd. Auch YouTube, auch Twitch, auch alle stellen dauernd ihre Dienste um. Ne? Twitch Prime wird umgestellt, jeder will dieses Abo, alle gehen nur noch auf Abo-Modelle. Die eierlegende Wollmilchsau gibt es nicht. Und ja, es natürlich. Wird sowieso sich immer jeder. Es gibt kein unendliches Wachstum. Irgendwie musst du dafür sorgen, dass du weiterhin Geld bekommst. So funktioniert ja. Kapitalismus. Hm. Powerpuff? Nee, der Moritz kommt bei mir nur in Full HD an. Mehr kann Teams nicht. Nee, der kommt bei mir nur in Full HD an. Alles andere, Rescaling und AI-Upscaling, das mache ich hier. Deswegen ist die Grafikkarte auch gut ausgelastet. Ich mache hier viel Upscaling. Also auf jeden Fall möchte ich euch nur mitgeben, diese Streamingdienste, ich habe mich auch sehr viele Jahre gegen die Streamingdienste und so weiter gewehrt. Praktisch ist es schon, besitzen tut man wenig, dahin läuft sowieso, also braucht man sich genauso wenig wehren wie gegen den AI-Boom. Ich fand es nur wieder interessant, dass Apple dann auch sagt, hey, das günstigste Segment stellen wir mal wieder ein, weil das so typisch Apple ist. Ist halt einfach typisch Apple. Und ich möchte noch mal auf was raus. Das ist auch sowas. Ihr wisst ja, ich habe lange Zeit gekämpft, bis ich gutes Internet hier hatte. Mehrere Leitungen gekoppelt und jetzt ist es ausfallsicher und es ist schön. Ich habe eine stabile Leitung, habe mit Modems experimentiert und diesen ganzen Hickhack, den man hier zu Lande in Kauf nehmen muss, um ein gutes Internet zu bekommen, wenn du am falschen Ort wohnst. Und auf der anderen Seite kannst du in den USA wohnen und auf einmal gibt es in den USA 50 Gigabit symmetrisches Glasfaser, was du dir holen kannst für $900 im Monat, aber es gibt's. What? Ihr wollt mich veräppeln. Wir kriegen hier nicht mal Glasfaser. Ich habe mich heute übrigens mit der Firma nochmal angemeldet und registriert bei der Telekom für den Glasfaserausbau. Ne, das ist ein Interessenter als für den Ausbau, weil er hier nicht geplant ist. Und ihr sagt mir, dass in den USA schon angefangen wird, 50 Gigabit Internet zu verlegen. Das ist nichts, was verlegt werden muss. Freigeschaltet werden muss. Angeschlossen werden kann. Ist mir egal. Ha. 50? Ja, sehr begrenzt in gewissen Gebieten. Technisch ist mir egal, Moritz. Möglich. Moritz, 50? Alex, in Deutschland, schau dir mal, darüber redet zwar mittlerweile niemand, aber wie heißt das, Internet Nord oder so? Da kriegst du, in Deutschland wird dir da auch 8 Gigabit symmetrisch versprochen. Aber weißt du, was dann da steht, wenn du bestellen willst? Ja, sprech das doch bitte mit deinem Internetanbieter ab, dass wir deren Leitung nutzen dürfen. Dann kannst du über uns buchen. Ja, ist da aber, Moritz. Viel anders, weil abgesehen von zwei Städten wirst du diese 50 Gigabit nie erreichen oder nie kaufen können. Ein Gigabit synchron wäre für mich der Traum. Wenn ich das bekommen könnte, Gott, wäre ich glücklich. 50? Ich muss einfach angeboten bekommen. Ihr versteht, was ich meine. Komm, ihr versteht es alle. Ihr wisst alle, was das Leid bei uns ist. Ja, aber 50 ist übertrieben. Ja, es ist egal. Wir sind Nerds, wir wollen das übertrieben. Komm schon, das ist irgendwie. Das ist wie wenn es wieder irgendwo in einem Land super tolle Süßigkeiten gibt, aber bei uns kannst du nicht kaufen. Genauso fühlt sich das an. Ich finde. Alex, willst du in Frankfurt ins Rechenzentrum einziehen? Ich krieg 100 Gigabit hin, problemlos. Bitte kann jemand mal Votekick Moritz? So, gehen wir weiter zum nächsten Thema. ARM beteiligt sich am Raspberry Pi und IoT. Wieso? Sicher Schwachsinn. Das finde ich eine gute Sache. ARM hat jetzt gesagt, pass auf, wir unterstützen Raspberry Pi für IoT und für die ganzen KI-Sachen. Und deswegen greifen die unter die Arme und sagen, pass auf, wir ne, Anteile kaufen, bla bla bla, helfen und mit RISC-V und so weiter. Und die arbeiten mit der Raspberry Pi Foundation zusammen. Vor allem, was Edge und KI angeht. Damit könnte die neue Generation der Pis, nicht der 5er, sondern die Nachfolger 6, 7 und so weiter, vielleicht auch die
Zeros, die dann rauskommen könnten, ich postuliere jetzt, dass wahrscheinlich auch die Zeros wiederbelebt werden, die könnten sehr interessant werden. Weil wir hatten ja Probleme hier mit den Broadcom-Sachen und den Treibern, die nicht offen sind und so weiter und so fort. Und da gab es ja immer so viel Hickhack. Und dass der Raspberry Pi eigentlich so viel noch Leistung hat, die in ihm schlummert, die nicht freigeschalten werden kann, auch GPU-seitig. Und wenn der jetzt gepartnert wird mit ARM, kann ich mir vorstellen, dass die Effizienz, vor allem in der Entwicklung der eigenen Chips, die haben ja wie viel, 10 Milliarden? Nein, 10 Milliarden. Wie viel Geld haben die nochmal investiert, um den neuen Chip für den Raspberry zu machen? Moritz, weißt du das auswendig? Chipentwicklung ist teuer. Aber was mich mehr wundert, ist, dass ARM, dass die ARM Foundation selber mal kein Lizenzen-Trolling betreibt. Das klingt irgendwie gar nicht nach denen. Die verklagen dich, beziehungsweise schicken dir einen Cease and Desist, wenn du den Namen irgendwo verwendest, ARM. Wenn du nicht das Registered Trademark-Zeichen dahinter verwendest und sagst hier, ich bin gar nicht arm, dann wirst du eigentlich sofort wegverklagt. Ich bin gar nicht arm, ich bin eher reich. Zusammen. Ja gut, ja, weil sie mit dem Buch dieser Arm, das war eine, die sehr in der Arm... Nee, ich habe das Beinbuch mitbekommen. Ja, genau. Die sehr aktiv in der Community war. Ich glaube sogar an Entwicklung und sehr viel Problemlösungen mitgeholfen hat. Community-seitig. Ja. Also eigentlich sehr, sehr aktiver Community-Member, das ARM an sich auch vertreten hat. In dieser Community vermarktet hat, fast schon. Hat Bücher geschrieben, wie die Architektur funktioniert, und dann wurde sie verklagt. Wegen der Domain. Weird. Es gibt also diese Sachen, auch Nokia, die Klage mit Nokia gerade. Nokia verklagt Microsoft und alle wegen H264 und so weiter. Fragen wir nicht. Also diese Patentklagen und das ganze Zeug ist alles super weird. Was aber auch super weird ist, ist, passt auf, dass ARM diesen Schritt geht, diese ganzen Minicomputer, gibt es so viele Foundations, ne? Rockchips oder Banana Pi und was nicht alles gibt. Aber ARM sucht sich direkt die Raspberry Pi Foundation aus als Partner. Das heißt, die gehen auf eine Monopolstellung hin. Wenn du nämlich den Chiphersteller selber als Partner hast, kannst du ungeahnte Effizienzen und Exklusivitäten bieten. Und die haben auch hier schon geschrieben, ja, in der Zukunft soll das noch eine engere Partnerschaft werden. Die wollen sich natürlich gegen RISC-V wehren, auch ein bisschen. Und RISC-V ist ja upcoming, ne? Die sind ja der neue Ritter und die wollen natürlich RISC-V nach unten drücken. Deshalb versuchen sie sich mit dem stärksten Partner zusammenzutun. Das ist ja was Politisches, weiß man ja. Sehr interessant. Es könnte für uns Benefits haben, für uns Endkunden. Deswegen wollte ich es euch zeigen. Man weiß es noch nicht, aber es könnte. Dadurch ist ja ARM auch überhaupt erst entstanden, weil RISC halt ziemlich tot war. Deswegen, wofür steht es? Advanced Risk? Chip, ja, ich weiß schon, was du meinst. Aber auf jeden Fall Advanced Risk. Ja. Das war ja ein Nachfolger von Risk, weil Risk irgendwie, war. Ja, und jetzt will Risk V auch wieder, ne? Wir hatten ja darüber ein Video gemacht und es ist einfach interessant, ne? Es ist einfach interessant. Also ich bin gespannt. Raspberry Pi zum Beispiel ist mir jetzt im Moment viel zu teuer. Das war eine Hate me, ihr werdet mich wahrscheinlich hassen, aber der 5er macht für mich keinen Sinn. Die Leute haben doch gefragt, warum habe ich das 7er und nicht den Pi? Der Pi war für Bastler gedacht. Das war ein günstiges Gerät, das man für 20, 30 Euro kaufen konnte und basteln und vieles tun. Das war nicht dafür gedacht, dass es 87 Euro aufwärts kostet, was ein riesige Barrel Roll hat jemand. Okay, Streamerbot geht wieder. Ja, der Momo war's. Also. Es war nicht dafür gedacht, dass man viel Geld investiert, um dieses Ding zu kaufen, um überhaupt die Einstiegshürde zum Tinkern und Basteln zu haben. Dafür war es nicht gedacht. Es war auch nicht dafür gedacht, dass es Desktop-Ersatz bietet und 4K, 120 Hertz und so weiter. Dafür war es am Anfang nicht gedacht. Das war eine Bastelplattform, die viel Leistung hat für wenig Geld. Wo du auch mal einen einfach beim Löten zerschoten kannst, ohne dass du dir sagst, oh mein Gott, jetzt ist so viel Geld weg. Und jetzt haben wir halt 87 Euro aufwärts. Da kann ich halt zu ganz vielen anderen Sachen und x86 auch wechseln. Da löte ich nichts mehr drauf rum. Ja, ich löte an einem Raspberry Pi 5 bei dem Preis und dann mit Lüfter denkst, da overclocke ich nicht mal, weil das viel Geld ist. Und das ist mittlerweile für mich ein Dorn im Auge. Das ist viel zu weit weg von dem, für was es gestanden hat. Bei 3 ist meine Frage. Gute Pi. Ja, es ist meine Meinung. Ne? Also kann man sehen, wie man will. Bin da ein bisschen enttäuscht. Was ich nicht verstehe, was ich aber gut finde und wo bitte ich möchte, dass der Chat da mitdiskutiert. Was ist hier passiert? Wir hatten alle Probleme damit. Das Mozi-Botnetz.
Wer noch nicht weiß, was das ist, das war ein IoT-Botnet. Das hat Spam-Dinger geschickt. Das hat bei mir auch aufgehört. China-Geräte haben aufgehört, mit diesem Botnet zu kommunizieren. Und, oder zu, jetzt hat jemand umgestellt, ihr Schweine. Also sie haben versucht, mit diesem Botnet zu kommunizieren. Ich habe natürlich alles mit WLANs und Blocklisten und hier und da und so. Aber die Geräte haben immer wieder versucht, mit diesem Botnet zu kommunizieren. Und es gab auch überall IoT-Geräte, die dahin wollten. Und jetzt ist es stillgelegt. Aber keiner weiß warum. Haben die Autoren abgeschalten, wurde das Ganze gehackt. Jetzt haben, hört auf einzulösen eure Twitch-Punkte. Also keiner weiß es. Keiner weiß, was da wirklich passiert ist. Aber vielleicht könnt ihr euch ja mal mit drüber unterhalten oder vielleicht wart ihr auch mit betroffen. Das war eine ziemlich blöde Sache, weil diese... Oh ja, jetzt tun sie alle einlösen. Und wir wissen, es sind ja viele Botnetze am Laufen, nicht nur Spam-Botnetze. Botnetze, die versuchen zu scammen, die Kreditkartendaten aus... Die YouTube-Spam-Bots machen und so weiter und so fort. Ne? Da wird ja versucht, ohne Ende damit Geld zu generieren, Daten abzugreifen. Muss ich jetzt wirklich tanzen? Die Leute sind wieder drauf gekommen, dass es unsere ganzen Twitch-Donations gibt und so weiter. Ja. Wer hat es eigentlich wiederentdeckt gerade? Wahrscheinlich der Moritz. Guten Morgen, guten Abend, gute Nacht. Gehst du auch wieder weg, Foto? Nee. Früher ist es immer umgefallen, das mag jetzt nicht. Ah, naja, gut. Okay. So. Freut euch. Wisst ihr überhaupt, wie lange es gedauert hat, bis ich diesen ganzen Blödsinn im Stream implementiert hatte? 2,5 Stunden. Das waren Wochen. Aber die Alerts sind zu laut. Ja, die stelle ich euch gerne ein bisschen leiser. Das ist eine gute Idee. Die könnte ich mal leiser stellen. Die muss ich aber alle einzeln leiser stellen. Voll schön. Und das kann ich erst machen, wenn sie abgespielt werden. Voll schön. Wenn sie nicht abgespielt werden, kann ich sie nicht leiser stellen. Voll gut. Das war keine Aufforderung. So, also. You know. Nächstes Thema. Weil wir waren ja gerade bei Chipsatzarchitekturen. Da müssen wir noch ein bisschen was machen. Ne? Das da. Kennt ihr Long Song? Also ich weiß auch nicht, was die Chinesen haben mit Oong, ne? Ob es jetzt Sky Loong ist oder Loong Son. Aber diese Firma, die arbeitet ja auch an einer Alternative für Chips. Und wir wissen, dass gerade die Sanktionen gegen China von allen Seiten, auch von TSMC, scheitern. Die sind trotzdem am Entwickeln und arbeiten. Und die hauen jetzt natürlich Konkurrenz raus. So sieht das Ding aus. Ist ein Chip aus China. X86 und so weiter soll langsam eine Alternative sein. Und gleich auf sein mit den Ryzen 5 Dingern schon. Ihr müsst überlegen, wie lange China das erst macht. Die paar Jahre. Und die sind schon auf dem Niveau von dem Ryzen 5. Gefährlich. Intel und AMD haben dafür Jahrzehnte gebraucht und die machen das und ziehen das ein paar Jahren hinterher. Ne? Klar, das Wissen ist schon da. Und ein 10 Jahre alter Xeon ist schneller. Aber ihr müsst mal überlegen, die kommen von nichts. So, wir entwickeln eigene Architekturen. Russland ist gescheitert. Und die ziehen Stück für Stück vor. Klar, Implementierungen sind buggy. Brauchst gar nicht drüber reden, ob das in Windows alles richtig funktioniert und ja, so weiter. Aber natürlich, du hast ja diese kalte Kombination, musst du ja reverse engineeren und dir fehlen halt einfach Jahrzehnte an Forschung. Ja. Na, daran sind die wirklich erst ein paar Jahre. Sie haben es vorher nämlich nicht als nötig empfunden, weil sie konnten ja alles immer einkaufen. Dann kamen die Sanktionen. Ihr müsst überlegen, erst, sagen wir mal, die erste Zeit Trump. Das sind 5 Jahre, das sind ein paar Jahre. Sind die erst dran, da aktiv Geld reinzupumpen. In die Entwicklung. Nee, seitdem müssen sie es. Die haben vorher ja schon. Also ja, die aber die haben nicht aktiv. Oder so aus China gab es ja vorher schon. Klar, aber das war alles seitdem wurde es richtig angekurbelt. Ja, genau. Du musst dir mal überlegen, die aktive Forschung machen die erst nicht immer seit einem Jahrzehnt. Und die sind schon so weit. Also ich will gerne wissen, wie viel Geld da reingeprügelt wird. Ja. Ich wollte es euch einfach mal zeigen, ne? Also was da China, geht. Die Regierung selber will auch seit
über einem Jahrzehnt unabhängig werden. Das heißt, auch schon Jahre vor Trump haben die da Geld reingesteckt. Aber jetzt wird es halt sehr viel essentieller, weil jetzt dürfen sie nicht mehr einkaufen von extern. Richtig. Übrigens, Paddy, ja und nein. Oder durch. Denn Russland hat die Produktion schon wieder eingestellt. Die sind gescheitert und die Werke und so weiter, die haben schon wieder eingestellt, die haben aufgehört. Russland hat aufgegeben. Nicht nur, weil Sanktionen und so weiter, aber du darfst darüber nicht hyped sein, weil diese Technologie wird hauptsächlich wahrscheinlich zu Kriegs... Nein, sage ich nicht. Ich sage nicht, was da im Moment... Und ich werde auf Weltpolitik nicht eingehen, aber... Ein Stück weit können wir uns trotzdem drüber freuen, weil es ist dennoch Konkurrenz für westliche Produzenten. Yes und no, ja, aber schwierig. Ganz, also die Meinungen ganz schwierig. Politisch will ich mich, mich da sehr weit... Politisch kann man ja erstmal ignorieren. Aber die Aussage, dass westliche Produzenten merken, okay, es tauchen immer mehr Hersteller, teils mit verschiedenen Architekturen auf, das ist ja an sich ja was Gutes. Das politisch lassen wir mal außer Acht. Wir wissen immer, Konkurrenz belebt den Markt. Genau. Wissen wir. Und wir wissen auch, und das was... Dafür sorgt, dass sie innovieren müssen. Ja? Genau. Ja, es gibt eine Firma, eine Kreditfirma, und diese Kreditfirma, sehr interessantes Thema, diese Kreditfirma, der Gründer hat vor 2015, hat er gesagt, hey, pass auf, ich erhöhe und gebe jedem von euch mindestens $70,000 im Jahr. Das heißt, seid ihr drunter, bekommt ihr jetzt mindestens, das ist Mindestgehalt bei uns in der Firma, sind $70,000 pro Jahr. Und alle, der wird scheitern, der geht unter, kann nicht funktionieren, geht nicht, Idiot, schlechter CEO. Firma läuft wie Sau. Das ist nur, was ich gestern gelesen habe, finde ich sehr interessant. Firma läuft wie Sau. Jeder von den Angestellten hat Familie und Kinder und dann hat gefragt, ja, wie gibt es in diesem Babyboom? Naja, wir können es uns leisten. Wir können Kinder haben, wir können sie bezahlen, wir können Wohnung zahlen, wir können alles zahlen, uns geht's gut. Und das spiegelt sich natürlich auch in der Arbeitsmoral wieder, in der Firma geht's klasse. Alle haben gesagt, alle CEOs und so weiter, das ist ein Sozialist, die Firma darf man nicht unterstützen, das kann nicht funktionieren, weil die Leute Angst vor guter Bezahlung haben. Und was sehr interessant ist, war, was der Herr Bosch damals in seinen Firmen schon gesagt hat, bezahl die Leute richtig, dann kriegst du auch richtige Arbeit. Ne? Man investiert ja in die Menschen als Asset, nicht in die Firma eigentlich, weil die Menschen sind ein Asset. Das geht da ein bisschen verloren und das haben die Chinesen hier, die machen das auch nicht, die investieren nicht in die Menschen als Asset. Das ist gefährlich. Da hatten wir es nämlich, das ist nämlich die nächste Brücke. Wir kommen ja von der AI und von den Bots, die TikTok-Firmen raushauen. Ne? Moritz, weißt du noch, auch was unsere Homepage gepinkt wird? Diese AI-Bots und Menschen sind nicht mehr das Asset, sondern die AIs und die Technik sollen die Assets sein und Menschen sind ersetzbar. Also genau das Gegenteil zu die Menschen sind egal und nur noch wichtig ist die Technologie. Und das Ganze hatten wir schon, weil ja viel gehackt. Was heißt viel gehackt? Es gibt Bots. Wir hatten vorhin Botnetze, die abgeschaltet wurden. Aber es gibt auch normale Bots im Netz. Google ist ein Bot, der crawlt alle Webseiten. Und auch andere Firmen haben solche Bots, wie eben die Firma hinter TikTok und Tencent und die ganzen anderen chinesischen Firmen. Die haben auch alle Bots und die scrollen und ziehen sich aber alles von Seiten, was sie kriegen können. Denen ist es egal. Urheberrecht ist wurscht. Die trainieren damit ihre AIs. Und sollte man in Deutschland aber jetzt von einem Hack betroffen sein, wie es zum Beispiel vor 2 Jahren während Covid der Fall war, dass die Chinesen sich bei einer Traktorfirma hier um der Ecke eingehackt haben und haben versucht, denen ihren ganzen Bestand zu löschen. Warum, weiß keine Wurst. Aber die Chinesen haben gedacht, diese Traktorfirma ist ein gutes Ziel, da gehen wir hin und denen zerlegen wir die ganzen Firmen. Dafür soll jetzt das hier eingerichtet werden. Eine Notrufnummer für Hackerangriffe vom Bund? Moritz, erzähl uns mehr. Ich weiß nicht viel mehr als das, was ich dir geschrieben habe. Auch so. Also Ich habe dir ein bisschen was dazu geschrieben, ja, aber... Nee. Aber mehr weißt du auch nicht? Nee, weiter habe ich mich nicht beschäftigt damit. Also ich fand das... Muss ich irgendwann auch weiterarbeiten. Also, ich kopiere euch das mal hier. Könnt ihr gerne mal reinhauen. Ich fand das falsche... Ja, es gibt natürlich eine falsche Sicherheit, weil wenn du gehackt bist, kannst du eh nichts mehr dagegen machen. Du kannst es nur melden und die können dann versuchen, mit ihrer Cybercrime dagegen zu arbeiten, ne? Aber da ja nicht mal die eBay-Kleinanzeigenbetrüger heutzutage aufgedeckt werden können von der Polizei, weil sie mit Fake-Adresse ins Nichts verlaufen und dann keine Finanzierung da ist, um da weiter zu forschen, wie ich auch schon Opfer wurde vor einem Jahr, sehe ich da jetzt ich wollte nicht wirklich Hilfe. Schon sagen, du kommst auf eine List,
mit auf die Liste, aber wirklich was, also ein One-to-One-Support. Ich bin auch auf der Liste des Glasfaserausbaus, also ich sehe es noch nicht, ne? Ja, fühl ich nicht. Genau. Aber ich glaube, das ist jetzt erstmal ein Schritt, um da mal ein bisschen den Überblick zu gewinnen. Wie, wo wird es ausgenutzt? Was sind die Ziele? Und vielleicht auch einfach, um ein Ansprechpartner zu sein für die Firmen, die sonst gezahlt hätten. Weil, ja, wir sind uns einig, glaube ich, dass man nicht zahlen sollte. Andersrum, wenn dein Geschäftsbetrieb jetzt komplett lahm liegt und das vielleicht eine Chance ist, damit deine Firma wieder läuft, weiß ich nicht. Kann ich einem Entscheider jetzt auch nicht ganz verübeln, wenn er sagt, okay, wir zahlen, damit unsere Firma wieder läuft. Dass wir zumindest weiterarbeiten. Ransomware ist da auch so. Also ich sehe nicht, was das, weil das ist ja extra für Endkunden und Einzelmenschen und Privatleute gedacht, ne? Digitalagentur Sachsen, bau dein Expertennetzwerk. Erstmal, ich mache hier keine ostdeutsche Mütze. Kriegt der von mir nicht. Kriegt nur meine Frau privat? Nein. Und ich rede auch nicht über die fachliche IT-Ausbau in Ostdeutschland. Und ich rede schon gar nicht über die BSI-Cybersicherheitsqualität der letzten 20 Jahre. Da habe ich nicht kein schlechtes Haar zu verlieren. Denn unser Bund und das BSI sind super. Und überhaupt sind es keine privaten Bunde. Und Böhmermann hat da dann auch noch nie irgendwas Schlechtes gesehen an dem Cybernetzwerk, das wir da haben, auch mit ganz Connection ehrlich, zu oder zu den BSI-Tipps, die BSI-Tipps, Zertifizierung beziehungsweise auch eigentlich ist das richtig gut. Was das BSI selber macht, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, aber es geht nicht um die Idee. Die Idee des Kommunismus ist auch gut. Die Idee von Star Trek ist auch gut. Ja, natürlich. Kommunismus funktioniert auf dem Papier, in der Realität ist immer gescheitert. Nee, das meine ich auch. Auch Star Trek-Sozialismus. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, ob das wurde das mal groß probiert. Wurde noch nie BSI probiert, weil das würde ja heißen, dass es gar kein Geld gibt. BSI gibt aber sehr gute Tipps und wenn du wirklich nach BSI-Standard dich zertifizieren lässt oder so, das funktioniert richtig gut. Aber es geht jetzt eher darum, was die selber machen. Vor allem, wenn die da eingebunden sind, deinen Hackangriff hier und so weiter, um zu helfen, ne? Aktiv. Dem Bund würden sie helfen. Du als Privat. Also das BSI ist meiner Meinung nach ein guter Captain Hindsight, aber ein schlechter Polizist. Das Problem hast du aber vor allem bei Hacker, Viren, was auch immer, du kannst dein Schlagwort einfügen, hast du immer. ein Schlagwort hier. Übrigens, Schlagwort hat immer mit Gewalt zu tun, darf man nicht vergessen. Das ist richtig. Sehe ich nicht, fühle ich nicht. Zeigt erstmal, dass ihr was drauf habt, bitte. Und kriegt das erstmal auf die Kette mit, dass das Internet bitte auch ein Rechtsraum ist. Kein rechtsfreier Raum. Das Internet ist kein rechtsfreier Raum. Und alle außerhalb und dazwischen wieder. Danke an Schulmeister. Dann haben wir das nächste. Was? Die Diskussion ist nicht. Danke an Schulmeister. Schlagerwerk. Ich sag so, ne? Von einem Internetchaos zum nächsten. Microsoft will IT-Security besser machen und startet Secure Future Initiative. Ich hab's am Rand gelesen, Moritz hat's mir vorher nochmal mit reingefeuert. Was ist die SFI? Die soll gegen Bedrohungslagen vorgehen. Also auch eine Cyber Prevention Unit mehr oder weniger. Ne? Gute Idee. Gibt's ja nicht so viele. Ne? Microsoft Threat Analysis. Wir lassen außer Acht, dass Microsoft selber Malware ist. Telemetrie, Malware, Datenkrake. Dazu habe ich dir vorhin auch einen Link geschickt mit den 63 Trillionen. Ja. Gehen wir auf das nächste. Ne? Also Microsoft ist ja selber eigentlich schon Malware. Mindestens Spyware, ja. Und dann natürlich kommen die dann hin und sagen, hey, wir helfen gegen Threat Protection, wir sind super. Wir schaffen es auch voll, Sicherheit zu gewährleisten im Microcode. Und keine unserer Updates hat jemals euren Prozessor um die Hälfte verlangsamt, nur weil die Druckertreiber unsicher sind. I don't know. Alles, was diese Firma macht, betrachte ich mit einem Grain of Salt in der Hinsicht. Vor allem, was Sicherheit, Cybersecurity angeht. Wir implementieren in jedes Windows eine KI, die all eure Anfragen an Microsoft schickt zur Datenanalyse. Cybersecurity. Machen wir. Klar, Bro. Kappa. Weiß nicht. Schwierig. Was sagt ihr? Wie war das mit dem Azure Cloud Leak, den wir auch hier hatten? Haben wir auch behandelt.
Moritz, ich meine, ich weiß nicht, heute ist ja nicht der 1. April. Und irgendwie alle Microsoft News betrachte ich im Moment wie einen schlechten April-Scherz. Geht es euch auch so? Oder? Das sind zu viele Probleme aktuell, ja. Sehe ich das falsch? Es kommt mir immer surrealer vor. Die meinen das aber halt ernst. Buddy, das mit 65 Trillionen, ich glaube das schon. Überleg mal, wie viel Infrastruktur auf Microsoft Software läuft, was verbunden ist, und das heißt ja nicht, dass 65 Trillionen Geräte aktiv sind, wenn allein 50 Billionen, gehen wir mal von 50 Milliarden Geräten aus. Ja. Ist das schon zu viel? Ich weiß es nicht. Geh mal von 10 Milliarden aus, das ist realistischer. Die alle paar Minuten, alle 5 Minuten oder so was schicken, vielleicht sogar öfter, wenn sie dauerhaft mit dem Internet verbunden sind, überleg mal, wie oft alleine gescannt wird, beziehungsweise gepinkt wird, ob du Internet hast, das Icon unten rechts in der Taskleiste. Ja. Das checkt ja alle paar Sekunden einen Microsoft-Server, ob der erreichbar ist. Wenn ja, wird dir das Icon in weiß angezeigt und sagt dir, du hast Internet. Ja, ich bin choking and gecheckt. Allein das wäre ja schon ein Ping. Das Problem ist, Moritz, genau das. Also, wir wissen, da gibt es so viele Abfragen. Aber ja, ich habe den Joke nicht kapiert, weil ich ihn im Moment überhaupt nicht kapiere. Also, ich verstehe immer weniger dieser Jokes. Was? Die Frage ist immer, warum gehe ich nicht nach Linux? Habt ihr schon mal versucht, HDR unter Linux zum Laufen zu kriegen? Oder HDR Gaming? Oder 10-Bit Farbverwaltung für Videoschnitt? 10-Bit ist recht easy, wenn du bei Blackmagic mit bist. Mit HDR? Ja, ich rede auch von Premiere. Auch mit HDR, das ist recht easy, wenn der Hersteller es unterstützt. Gut, Premiere läuft einfach gar nicht unter Linux. Was Gaming angeht und Filme, arbeitet Valve gerade dran. Aber da hast du das Problem. Ist immer noch nicht da. Ja, natürlich, aber das du hast halt Problem. Bei Linux das ganz andere Problem. Du hast keine Firma, die Hand drüber hält. Das sind alles freiwillige Nächstes Entwickler. Kommt mit Wayland, ne? Weißt du, was es nicht gibt? Bildschirmkalibrierungstools für HDR. Denn nur weil du HDR hast, ist dein Bildschirm nicht kalibriert unter Linux. Yeah. Auch gut, aber Windows, damit das entwickelt werden kann, bräuchte es erstmal einen einheitlichen oder guten HDR-Support. Und der fehlt. Und deshalb ist Linux für mich de facto nutzlos als Content Creator. Das ist das Problem. Dann lieber noch macOS, weil Linux kann das nicht liefern und ich kann damit de facto nicht arbeiten. Falls ihr es noch nicht wisst, alle unsere Videos werden schon in HDR aufgenommen. Das heißt, in YouTube HDR-Feature und so weiter, das alle zugänglich und mit AV1 und alle haben AV1 und so weiter, dann stelle ich unsere Videos auf 4K 60 HDR um, dass jeder das genießen kann. Cool, oder? Also. Aber das Ding ist halt, leider kannst du das außer mit Windows 11 mit keinem anderen Betriebssystem oder eben macOS, was ich... Nein. Der Moritz ist jetzt einer dieser macOS-Jünger. Zwangsläufig. Nicht freiwillig, nee, aber... Ja, aber ich habe 2 MacBooks und ein iPhone hier im Zimmer liegen, ja. Für die Arbeit jetzt. Also ist auch interessant, er ist jetzt so ein App-Luide, Mac-Luide. Also für Livestreams und Podcasts boote ich in Windows, ansonsten mein Main-PC ist in Linux und auf Arbeit nutze ich jetzt macOS. Da hat jemand wieder umgeschalten, ihr Schweine. Ich muss euch aber was sagen, wenn ich das Geld hätte, würde ich mir eine Sache kaufen. Eine Sache. Ein iPad. Weil das iPad mit den neuen Capture-Karten von Elgato ist das Beste zum Aufnehmen. Mit Variable Refresh. Darf ich dazu? Den kannst du hinstellen. Das als mobiler Recorder, du brauchst nicht mehr die großen Atomos-Geräte, also du nimmst das iPad ProRes RAW-Aufnahme direkt über die, Elgato hat dafür Treiber, ne? Also direkt, das ist das Beste, womit du aufnehmen kannst mit dem iPad, im Moment, weil halt Beschleunigung, Hardware und so weiter. Aber MacBook, vor allem Akku mit dem ARM-Prozessor. Ich hab ein MacBook Pro, 16 Zoll, mit dem M2 Pro. Das Ding habe ich vollgeladen in 1,5 Stunden mit dem offiziellen MagSafe-Kabel. 1,5 Stunden voll, von 0 auf 100. Und das Ding habe ich mit Zugfahrt, dann 2 fast volle Tage im Rechenzentrum und wieder Rückfahrt. Das hat diese 2 Tage durchgehalten. Es wurde nicht zwischendrin geladen. Das war immer, es war nachts war es auch nur im Standby.
diese Akkulaufzeit, das sind Nutzungszeit 18 Stunden teilweise. Also wirklich aktive Bildschirmzeit. Das kriegst du mit keinem anderen Gerät hin. Und dann in anderthalb Stunden wieder voll. Das ist krass. Ja. Na, also klar, da kannst du jetzt nichts sagen in der Hinsicht. Klar kannst du unter x86 mit dem passenden kannst du mehr theoretisch. Ne? Auch ist jetzt ein gescheiter Desktop mit guter Grafikkarte macht so ein M platt. Ist logisch. Aber naja, für das normale Arbeit, was mache ich? Ja, für normale Arbeit findet im Terminal und Browser statt. Ganz ehrlich, da brauche ich nichts. Das kann ich auf einem iPad machen, wenn ich will. Deswegen sage ich ja, also dafür völlig ausreichend. Ne? Kannst du nichts sagen, aber die Apple-Dinge haben halt, ne, das passt schon für Arbeit und so weiter. Deshalb verstehe ich, warum die Leute es fahren. Aber was ich nicht verstehe, ich könnte sie niemals kaufen oder unterstützen. Weil die Reparatur-Policy, ne? Siehe Louis Rossmann. Jeder, der Apple unterstützt, bitte siehe Louis Rossmann. Oh, der Magnet für das Scharnier geht nicht mehr. Das ganze Gerät ist tot und muss ausgetauscht werden. Oh, bei dir geht ein Lautsprecher nicht mehr. Du schickst ihn an den Apple Store. Ja, wir haben das Gerät kaputt gemacht, dass du es auch nicht mehr weiterverwenden kannst. Alles ist kaputt, du musst dir ein neues kaufen. So machen die das. Und das geht einfach nicht. Und es gibt viele belegte Fälle, wo du ein MacBook zur Reparatur eingeschickt hast, wo zum Beispiel nur die SSD kaputt ist. Oder Drew, ne? Oder sowas. Wo sie dann das Gerät absichtlich gar kaputt machen, weil es so nicht repariert werden darf. Oder. Da gab es so viel Zeug schon. Und es ist schwierig. Denn ihre Policy ist unmöglich und das darf ich nicht unterstützen. Ey, kurz dazu, RAM aufgelötet, das ist nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem ist die NVMe, die da drin ist, hat keinen Controller. Der Controller ist in der CPU drinnen. Richtig, und wenn da irgendwas weg ist, Daten weg. Verschlüsselt mit dem Mainboard. Also du hast kein TPM, in dem das gespeichert wird oder so, der Key. Aber die ist immer verschlüsselt. Und der T2-Chip, der Security-Chip, der ist in der CPU. Ja, ist kein eigener Chip mehr. Das ist das viel größere Problem. Du hast keine Chance, diese SSD zu tauschen. Da ist nur noch reiner Flash, die reinen Flash-Chips auf diesem SSD. Wir reden auch von den neuen Geräten, ne? Nicht von den alten Geräten. In den neuen Geräten wird es immer schlimmer. Die alte Geräte wurde viel mit Kulanz gemacht und Austausch und so weiter. Jetzt, bei den neuen Geräten, ist es viel, viel schlimmer. Man kann theoretisch neue NANDs auflöten, stimmt. Manche Teile haben jetzt schwierig. Mittlerweile aber Checksummen und Gegendinge, genau. Dass sie dann nicht mehr funktionieren. Das wurde jetzt bei den iPhones so gemacht, dann wird angezeigt, ey, ist kein originales Display, ist kein originales Bauteil, dann werden Features einfach deaktiviert. Helligkeit kann immer eingestellt werden und so weiter. Sie haben ein DRM in ihren Bauteilen. Und sobald die Seriennummer nicht mehr übereinstimmt, geht gar nichts mehr. Und das machen sie absichtlich. Geplante Obsoleszenz. Und schwierig. Das sind halt politische Entscheidungen, die getroffen werden, natürlich, um mehr zu verkaufen. Schwierig. Na, also ganz, ganz schwierig. Weißt du, was auch schwierig ist, Moritz? Mhm. Extra jetzt nochmal angedingst. Großausfall bei Cloudflare. Das habt ihr hoffentlich nicht mitbekommen. Wir schon. Ich hab's mitbekommen. Es gab mal wieder einen Stromausfall. Und wisst ihr, was blöd ist? Wenn du Cloudflare-Dienste nutzt, so wie ich oder der Moritz oder halt ganz viele Leute nutzen Cloudflare-Dienste. Ich schon. Cloudflare zum Beispiel. Ne? Oder wenn man das Ganze einträgt oder dann auch, es gibt ja nicht nur den DNS 1111 von Cloudflare, sondern es gibt auch die gleich mit Blocklisten versehen wurden und so weiter. Ne? Unsere Webseite war mal, also zum einen all unsere Nameserver waren mal bei Cloudflare. Die Webseite hat einen Proxy von Cloudflare davor, einfach wegen Geschwindigkeit, Datenschutz und so weiter. War mal 2019, 20, mittlerweile zum Glück nicht mehr. Aber Cloudflare macht jede Menge. Machen auch viele gute Sachen an sich. Blödes dann rausfällt. Die Free Tiers sind übrigens sehr geil. Ich hab mehrere Cloudflare-Accounts und mit den Free Tiers und mit den A-Records kannst du ganz viel machen. Dankeschön für den Sub. Ja, auch dann mit dem Cloudflare. Wenn ihr bei irgendeinem Hoster seid oder so, der euch für günstiger anbietet, die V4-Adresse wegzulassen, die IPv4, nur V6, und ihr wollt darauf nur eine Website hosten, nehmt die V6-Adresse, hau Cloudflare davor, mit dem Proxy, gut ist. Kostet dich nichts. Und der löst dir alles auf. Du kannst mit V4 dann auf die Webseite, auf den Proxy gehen. Der Proxy gibt weiter auf V6, das Server merkt davon gar nichts. Und du kannst ihn nutzen. Ja, und das kostet dich nichts.
Geht aber halt nur, wenn Cloudflare mal wieder nicht ausfällt. Ne? Weil wenn Cloudflare ausfällt, dann ist nichts, dann ist dunkel. Dann ist auch Cache und dann oh, weg. Ja. Das hatte ich halt schon öfters. Ist sehr, wenn mein Uptime-Kuma mal wieder Alarm schlägt und ich denke mir so, was macht ihr gerade wieder? Weißt du, alles ist da. Mein Home-Server ist da, meine Python da, meine Nextcloud ist da, der Traffic nach draußen ist da, meine DuckDNS sind da, alles ist da, der Uptime sagt, alles ist super, aber alles, was mit Cloudflare zu tun hat, down, 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 denkst du auch. Also, Tier 1, ich weiß nicht, ob Tier 1 das ist, was du meinst. Tier 2, wie war das? Tier 2 war mit USV, Tier 2 Plus war du, also mit USV, aber redundant. Tier 2 Plus ja. war, du hast zwei redundante USVs und Tier 3 war, du hast noch eine Notstromversorgung. Also einen Dieselgenerator oder so. Das Problem ja, ist, kann halt, natürlich, wenn du irgendwo einen Kurzschluss kann natürlich hast eine Kaskade oder so, sein. Oder ein Techniker genau. wirklich Mist baut dann, und dir die USV dadurch ausgeht, dann... Es gibt ja. Google. Du kannst Google als Alternative nutzen zum Teil, aber es gibt keine solche Alternative, die so viel bietet mit Cache und allem wie Cloudflare. Gibt es nicht. Quad9, naja, die bieten aber auch nicht so viel an. Die bieten auch ein paar Sachen ja, stopp, an. Quad9 ist ein guter DNS. Mehr, die machen nicht mehr aber DNS. Das Einzige, was sie machen die wollen, ist DNS. Ja, also die bieten nur in dem Bereich, was doch, wenn du als Firma anrufst, die helfen dir auch. Die bieten dir auch andere Sachen an. Über, aber ja gut, aber das ist dann der Dienstleister so. Dahinter. Ja, es ging jetzt eher darum, ob es da eine Alternative gibt. Ne? Aber es gibt jetzt... Ja, das ist keine Marktlücke. Die Preise... Es gibt für jeden Cloudflare-Dienst eine Alternative. Nur halt nicht, aber nicht nur alles zusammen. Alles in einem Dashboard. Genau, das ist halt das, wofür deshalb ist Cloudflare so geil. Aber es ist ja blöd, wenn es ausfällt. Und ihr müsst überlegen, immer wenn sowas passiert, ist das eine Kaskade. Es ist ja nicht nur eine Sache, die failt, wenn sowas ist. Solche Sachen, Unglücke passieren immer mit, wenn mehrere Sachen gleichzeitig failen. Weil Einzelfails bekommst du gar nicht mit. Katastrophen entstehen immer, wenn mehrere Sachen gleichzeitig schief gehen, die nicht zusammen schief gehen sollen. Ne? Das ist eine Kaskade an Ereignissen. In so einem Fall kann es ein Kurzschluss sein. Kann es irgendwas sein, pass auf, stell dir vor, der Strom ist ausgefallen, die Notstromreaktoren sind angefahren. Aber beim Notstromreaktor gab es halt irgendwo ein Kabel, das lose war und so und hat zum Beispiel ein Serverrack unter Strom gesetzt und auf einmal fliegt die Scheiße um die Ohren, weil da irgendwas nicht mehr funktioniert hat oder es gab einen Überspannungsbogen oder irgend sowas. Also kann immer irgendwas sein, das ist dann ein Zusatzproblem, Folgefehler und dann sitzt du am Ende. Dazu kurz zwei Sachen. Zum einen, wenn du dir mal diese ganzen After, was auch immer, Reports anschaust, was ist passiert, warum sind die ausgefallen, egal wo. Mhm. Zu 90% oder so war das halt einfach Technikerversagen. Irgendein Techniker hat da Scheiße gebaut oder oft auch ja. irgendwelche Konfigurationsänderungen wurden gepusht. Die hatten einen Bug drin, der sich dann global ausgebreitet hat und dann gab es Probleme. Microsoft hat doch mal ihr Datacenter versenkt. Oder ein paar Server ja. unter Wasser gehabt. Und unter Wasser als Experimentent. Als Experiment, genau. Zur Kühlung. In diesem kleinen Serverraum, der unter Wasser war, war kein Sauerstoff oder kein normales Luftgemisch. Das war komplett mit, ich weiß gar nicht, was das war, Stickstoff, glaube ich. Nee, Helium. Helium war es, glaube ich. Nein, das war kein Helium. Ich glaube, das war ja. mit Nitrous, Stickstoff, glaube ich, gefüllt. Aber der Punkt ist, da war kein Mensch vor Ort. Die Server da drin hatten eine sehr auffällig. So kühl. Nee, eher die Kühlung natürlich, das ist mit Wasser umgeben, das war ja der Plan. Ich wollte das sagen, es ist so kühl gewesen, so stromsparend, ne, was Kühlung angeht. Aber das hatte so eine unglaublich niedrigere und in der Statistik auffällig niedrigere Ausfallwahrscheinlichkeit oder Ausfallquote in dem Fall. Einfach, weil kein Mensch vor Ort war. Halt, niemand halt, hat halt, 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 nein, es kann auch der Sauerstoff sein. Wir wissen, Sauerstoff als freier Radikal ist ein Gas, das nicht so gnädig ist. Ne? Wir wissen, okay, ja, gut, das greift an, und ja. so weiter. Und Sauerstoff trägt halt leider auch viel Feuchtigkeit. Wir wissen, dass das zur Ausfallwahrscheinlichkeit ja, beiträgt. Gut, aber in einem Rechenzentrum ist sowas immer kontrolliert durch Klimalage und so weiter. Und vor allem, wenn allein die Anwesenheit von Sauerstoff erhöht das Risiko. Das ja, ist gut, aber vor allem als aktiver. Ne? Aber das wäre was du im Griff bekommen könntest. Also die Feuchtigkeit an sich, das ist absolut kein Problem, das kriegst du im Griff. Aber den Sauerstoff an sich kriegst du halt nicht weg. Ne, das ist, und den brauchst ja, du den Techniker vor Ort sein müssen. In einem normalen Luftgemisch erzeugen die Server die auch Ozon und so Späße. Ja, das deshalb ist die, deshalb Spaß. Ist die Frage, ist die Wahrscheinlichkeit allein gesenkt dadurch, dass kein Mensch vor Ort ist ja. oder dass kein Sauerstoff ich da ist? Ich sage ja. Deshalb,
müsste man testen. Jetzt müsstest du, als Wissenschaftler, müsstest du jetzt ein AB-Experiment machen. Zweimal ein Setup. Einmal eins ohne Sauerstoff und eins ohne Sauerstoff, aber mit Menschen. Das heißt, die Menschen mit Schutzanzügen rein. Und dann müsstest du das natürlich vergleichen und müsstest dann deine Ausfallstatistik machen. Sonst kannst du keine Aussagekraft treffen. Der Wissenschaftler in mir sagt. Ich behaupte nein. Also, ja. Ja, ich behaupte auch. Die haben ja auch. Ich behaupte auch, ich glaube nicht an den Mond und es ist die Rückseite der Sonne, aber. Dann glaube ich, du spinnst. Das behaupte ich. Hat doch eine zu hohe Stromspitze, Park, Kühleinheiten ausfallen, Ergo-Ausfall, ja, oder kann auch sein. Guten Morgen, oh ja, stimmt, wir haben schon wieder guten Morgen. Hat doch eine zu hohe Stromspitze, was? Ja. Gut, wenn deine Kühlung versagt, dann hast du nicht mehr viel Zeit. Dann kannst du je nach Konfiguration, wie der Datacenter aufgebaut ist, könnte es dann schnell problematisch werden. Innerhalb von Minuten sogar, je nachdem, welche Geräte dort sind und wie viel Last da gefahren wird. Ja gut, es kommt natürlich immer ganz drauf an. Wie hast wenn du da jetzt zum Beispiel aufgebaut? Wenn es eins von Nvidia ist, dann wird es recht schnell sehr heiß. Ja gut, bei Nvidia lassen sie ja auch einen Fluss abpumpen, einmal durchs Rechenzentrum laufen und dann auf der anderen Seite wird es wieder rausgepumpt. Besser gekühlt als Atomkraftwerke, es ist wild. Es ist einfach nur wild. Wisst ihr, wie viel Strom? Wisst ihr, wie viel Kühlleistung ChatGPT braucht? Ja, das war ein meistens Rechenzentrum, stimmt, ja. Aber so ist trotzdem voll mit dem Video-Hardware. Trotzdem voll mit dem Video-Hardware. Damit könntest du den Nordpol in weniger als einem Jahr komplett wegschmelzen. Was damit ja auch getan wird. So viel zur Entropie, ne? Ja, dann ab ins Bett mit dir, wenn du Sauerstoffmangel hast. Letzte News für heute. Dann sind wir mit den News mal durch. Leider wieder Microsoft. Gute Nacht. Ich weiß, alles ist ein schlechter Witz. Ich wollte den schlechtesten Witz zum Ende. News. Sie bieten aber auch eine gute Vorlage. Du weißt doch, wenn das Pferd am Boden liegt, tritt rein. Also ob ich jetzt mehr aufpassen muss, was ich zu Microsoft sage. Mittlerweile habe ich mehr zu tun. Also wir wissen, also ich hab's jetzt nur mal, ich tue nicht mal die ganze News, ich hole euch jetzt Chip, haha. Ja, das neueste Update erzeugt wieder Probleme. Vor allem, das Interessante ist, und das ist gemeldet, es treten bisher unbekannte Fehler auf. Obwohl Microsoft in den Release Notes gesagt hat, es gibt keine. Hold it. Pass auf, wir sind ja in diesem Release Cycle, ne? Dass alte Versionen abgeschafft werden, neue werden angeschafft, jetzt kommt ja wieder die neueste Version. Und in dem neuesten großen, nicht Feature-Update, nicht Security-Update, sondern kumulatives großes Update, sollen keine Bugs sein. Steht drin, keine Probleme oder Bugs. Und es treten Unbekannte auf, die euer System bricken. Ich habe noch nie von so einer schlechten Update-Policy gehört. Ganz kurz dazu. Nicht mal bei Starfield. Ganz kurz dazu. Die wissen die Probleme. Updates werden immer getestet unter der Annahme, dass alle vorherigen Updates installiert wurden. Das ist ein Problem mit kumulativen Updates. Braucht man nicht drüber reden. Nee, aber Moritz, nicht mal Starfield, nicht mal Diablo. Kannst du nicht mehr testen. Überleg mal, was Microsoft alles unterstützt mit dem Windows. Ja, das ist ja schön und gut, aber nicht mal die Hersteller von AAA-Titeln, die gerade frisch Milliarden rausfeuern, haben solche Releases oder solche Diskrepanzen rausgebracht. Ja gut, aber die arbeiten auch auf einer ganz anderen Basis. Die haben eine einheitliche Grafik-API, meistens DirectX. Okay, und du, die müssen okay, willst du mir... Willst du mir wirklich verkaufen, dass Microsoft nicht ein Zentrum hat, wo sie verschiedene VMs emulieren mit verschiedener Hardware? Das machen sie nicht mehr. Also VMs nicht, die hatten mal einen riesen Hardware-Lab, auf dem teilweise automatisiert, teilweise manuell. Das war voll mit Laptops, voll mit PCs, wo sie die Updates getestet haben auf echter Hardware, aber das haben sie ab. Und willst du mir sagen, das machen die in der Mörder was? Ja, das ist richtig. Zumindest nicht mehr mit diesem Aufwand. Das Problem, beziehungsweise die Sache ist, Alex. Ja. Trotzdem musst du dir auf der anderen Seite auch mal anschauen, was die damit schaffen. Wir haben bei nicht mehr aktueller Arbeitgeber, auch nicht mehr letzter, einem Kunden mit sich PCs. Nehmen wir mal eine Zahl zwischen 40 und 100. Ja. Alle remote automatisiert übers Wochenende.
von Windows 10 auf Windows 11 geupgradet. Mhm. Von diesen, nehmen, sagen wir mal 50 PCs, hatten nicht mal 5 Probleme danach. Es hat einfach funktioniert. Mhm. Und ja, es ist scheiße, wie Updates geregelt werden. Trotzdem ist es an sich eine gute Leistung, wenn du das so betrachtest. Das Problem ist, dass diese Updates dein System bricken. Und normalerweise ist dann das Vorgehen, oh, das Update hat mein System gebrickt, das muss ich erstmal rausfinden. Das heißt, ich muss so versiert sein. Und dann muss ich F8 drücken, in den Modus gehen und das letzte Update aus diesem Recovery Mode deinstallieren, um dann das Betriebssystem zu starten. Das muss ich auch erstmal wissen, das sind schon mal 2 Hürden. Und wenn ich das weiß, dann ist es noch nicht mehr die Quote 100%, dass dann Windows wieder funktioniert. Das heißt, es kann sein, dass der Computer dabei tot geht. Und dann muss ich wissen, dass ich den Windows-DVD oder USB-Stick einlegen kann, in Place-Upgrade machen kann und so Windows über drüber bügel, dass es wieder geht. Und wenn ich das nicht weiß, was alles schon sehr viel Fachwissen ist, dann ist alles futsch und hin. Und es gibt Leute, die mit solchen Computern ihren Lebensunterhalt bestreiten. Die auch auf die neuesten Sicherheitsupdates firmentechnisch angewiesen sind. Ne? Sicherheitsupdates müssen eingespielt werden und so weiter und so fort. Aber Datenleck, Alex, oder? Du hast so viel, unendlich viele Konfigurationen. Also es ist wirtschaftlich, nicht nur wirtschaftlich, es ist einfach nicht möglich, alles zu testen. Egal, was du für ein Budget hast. Du hast die allermeisten deiner Nutzer werden so ein Problem niemals haben. Wenn wir jetzt mal ganz große Probleme wie Printer Nightmare uns oder so rausnehmen, was einfach eine scheiß Designentscheidung vor Jahrzehnten war. Ja, darum geht's. Das ist mir wichtig. Das hat damit zu tun. Aber wenn du das mal auslässt, dann funktioniert das echt gut. Weißt du, das Problem mit Printer Nightmare war? Das war einfach eine beschissene Designentscheidung vor Jahrzehnten beim Release des Print Spoolers. Warum? Das meine ich. Ja. Mini Driver, du hast genau das auf den Punkt gewartet. Er hat es genau auf den Punkt gebracht. Bei Windows XP konntest du in Placen, selbst wenn es nicht mehr gebootet hat. Du hast es einfach mit Gewalt drüber gebügelt und es lief. Nix mit Scheißdreck. Nix mit CSM-Key und Dreck funktioniert nicht mehr. Du hast Windows XP eingelegt und hast XP über XP installiert. Nutzerordner und so weiter, alles war da und du hast es drüber gebügelt und du konntest wieder laufen. Ah, das ist ein gutes System, aber mittlerweile leider nicht mehr so einfach. Genau, ja, du, you get it. Du brickst dir mit einem Update, das du nicht mal willst, das sich von allein wieder aktiviert, weil du deaktivierst Windows Update, Auto Update und dann aktiviert sich das einfach von alleine wieder geisterhaft, weil Microsoft das so will, ne, im Hintergrund. Und dann brickt dir das auch noch das System, wo vielleicht Geld mit verloren geht. Ja gut, wenn du Geld damit verdienst. Ja, sag mal, du musst arbeiten. Sag mal, du arbeitest remote. Du gehst mal kurz Mittagspause machen, lässt einen Rechner an, der macht sein Update. Ganz normaler Typ. Du bist Grafikdesigner oder arbeitest am nächsten Marvel Avengers Infinity, was auch immer. Ja, genau, und Marvel Avengers arbeitest, dann hast du eine Firma dahinter, die das ordentlich managt. Dann macht dein PC aber auch keine Updates in der Mittagspause. Hey, ganz ehrlich. Sag mal, du bist im Homeoffice. Es geht nur darum. Und dann hast du einen Ausfall, Updates, wo du jetzt arbeiten musst. Oder es wäre ein wichtiges Meeting. Stell dir vor, du hast ein wichtiges Meeting mit großen, um deine Skriptidee von einem tollen Kinofilm Hollywood vorzustellen. Hast ein Meeting und dein Rechner geht nicht. Also es gibt immer Situationen, wo du so eine Wahrscheinlichkeit. Deswegen zu sagen, Updates sind doof. Natürlich. Ich habe nicht gesagt, Updates sind doof. Es ist kein Microsoft-spezifisches Problem. Selbst macOS, bei denen es eine Handvoll Geräte gibt, also bei dem Apple eine klare Zahl hat an Geräten, auf denen es läuft, hardwaretechnisch gesehen, auf denen es laufen muss, auf denen es auch ausgiebig getestet wird, selbst da gibt es Probleme bei Updates oder gab es immer mal wieder. Ja. Bei Linux viel, viel, viel schlimmer. Das schießt dir jetzt auf den blödsten Fall ein Grub. Ich rede nicht von schwierigen Update-Problemen. Dass das immer mal der Fall sein kann. Ich rede davon, Apple zum Beispiel löst das ganz anders. Du brickst dir mit einem Apple-Update nie dein System. Du kommst über ein Recovery und Recovery-Partition und so weiter immer wieder zu einem funktionierenden Betriebssystem. Hatte ich noch nie. Ich kann sagen, den Hate, den ich raushauen will, so viel ich will. Aber ich hatte es noch nie, dass ein Apple-Gerät bricked beyond repair war. In dieser habe ich einmal geschafft. Partition.
Ich noch nie und ich habe viele dieser Geräte schon angehabt. Also allein mit Recovery-Partition und so weiter, ich habe das immer wieder hinbekommen. Und davon kann sich Microsoft eine Scheibe abschneiden. Aber ganz ehrlich, ich habe das mit Windows noch nie geschafft. Windows-Updates selber. So oft. Wichtig, so oft. Wichtig, ich habe nur auf Update gedrückt. Ich habe sonst nichts an diesem System gemacht, ist mir nie was kaputt gegangen. Wild. Wenn du es nutzt wie ein normaler User, ist das sehr unwahrscheinlich. Und vor allem, ganz wichtig, ein normaler User kauft sich das OEM-Gerät mit der Recovery-Partition daneben. Wenn es nicht geht, wird der Hersteller angerufen, der sagt, drück diese Taste, boote dahin. Aber dann sind deine Daten weg und das willst du eben nicht. Du willst nicht, dass deine Daten... Nee, weil dann... Time Machine. Machst du es wie Microsofts will und hast alles in OneDrive gespeichert. Nee, keine The OneDrive. Aber genau das ist das Ding. Time Machine. Time Machine ist was, was Windows fehlt. Wissen wir. Das fehlt auch manchen Linux-Distributionen. Ist ja, ist ja logisch. Ne? Ist uns klar, dass das ist einfach eine Sache, die fehlt. Ganz kurz. Time Machine ist ziemlich vergleichbar mit einem Wiederherstellungspunkt, wenn du es jetzt im Scope des Systems siehst. Wenn du es im Scope des Systems siehst, ist es sehr vergleichbar mit einem Wiederherstellungspunkt. Das Problem daran ist, Windows... ist es sehr viel versteckter und nicht so nutzerfreundlich. Ja, und es wurde ein paar Mal geändert und der Wiederherstellungspunkt funktioniert auch nicht mehr so zuverlässig wie früher. Mit dem habe ich manchmal Sachen nicht mehr so wieder hinbekommen. Kein Witz. Aber eine Distanz also es war mal besser. Systemwiederherstellung, also dass das System wirklich auf diesen Stand zurückgesetzt wird. Snapshots, einfach nur Snapshots. Ja, brauchst du wieder Beam und sowas, ne? Kriegst du mit Time Machine auch nicht wirklich hin. Snapshots hast du ein anderes Problem, Alex. Weißt du, wie ein Snapshot funktioniert? Ja. Ein Snapshots im klassischen Sinne, so wie du es bei VMs und so hast, laufen folgendermaßen. Du nimmst dir deine Festplatte, wie sie ist. Das speicherst du, das ist dein Snapshot. Und ab da, also ich rede jetzt von klassischen Snapshot-Systemen, wie es zum Beispiel VMware oder Hyper-V macht. Ich weiß schon, was du meinst. Ab da geht dein Hypervisor hin und speichert die Änderungen, die von diesem Snapshot aus passiert sind. Das heißt, der Snapshot kostet dich extrem Performance. Wenn du Snapshots liegen hast, hast du einen Performance-Verlust dadurch, dass du... Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Und ich weiß auch den Unterschied zwischen ich kann das Wort immer nie aussprechen. Inkrementell. Inkrementelle Backups und normale Backups. Das ist mir alles schon bewusst. Trotzdem... Siehe zum Beispiel die Art, wie ZFS Snapshots handelt. Das vermisse ich. Und ReFS bietet es leider auch nicht. Weißt du, was ich meine? Ja, genau, da reden wir mal nicht drüber. Ne? Aber genau das vermisse ich. Das ist ein Feature, das Windows eigentlich überfällig seit Jahren hat. Und sie haben keinen Anklang genommen bei Apple oder Ähnlichem, um dieses Feature irgendwie zu implementieren oder irgendwas in diese Richtung zu machen. Denn ihr BitLocker und ihre Systemwiederherstellung, alles das sind Bastelbehilfslösungen, genauso wie die Mischung der normalen Einstellungsmenüs mit BitLocker System. Ist sehr solide. BitLocker ist sehr solide. Ja, sehr solide, kostet auch sehr solide Leistung. Besser als die Verschlüsselung bei Apple. Also FileVault ist ja mal, naja, der FileVault ist schwierig. Ja. Hast du schon mal versucht, BitLocker laufen zu lassen auf einer alten CPU? Ein BitLocker verschlüsseltes Laufwerk? Alte CPU, dann hatte das wahrscheinlich kein TPM, dann ist es sowieso nicht, wie Microsoft es angedacht hat. Ja, natürlich, du hast eine Softwareverschlüsselung, die geht dir auf die Leistung. Das ist aber logisch. Wenn der CPU diese Encryption, Decryptions nicht nativ unterstützt, kann, dann. Oder super funktioniert. Leistungsverlust. Moritz, wichtig auch BIOS, ne? Es geht ja nicht darum, das soll ja über TPM laufen, aber viele BIOS haben eine nicht funktionsfähige Implementierung von TPM. Das heißt, der TPM-Chip ist zwar da, aber er kann nicht voll genutzt werden. Oder es gibt andere BIOS-Probleme und AGESA-Versionen und so weiter. Manchmal erzeugt das nur Probleme, vor allem bei AMD. Bei AMD kannst du es vergessen. Alex, trotzdem ist es nichts, was du dem Betriebssystem... Ich nehme Microsoft heute viel zu viel in Schutz, das geht nicht. Ja, das geht gar nicht. Aber du weißt, ich spiele gerne Devil's Advocate. Ja, aber es ist halt, ne? Ihr wisst, worauf ich raus will. Es ist scheiße gelöst, aber das ist eher ein Problem in der Hardware-Industrie im Allgemeinen. Das Problem hat. Ja, aber es ist aber auch ein Problem von Microsoft. Apple ihre eigene Software baut, eigene Hardware. Das ist ein Problem, das Microsoft versuchte anzugehen. Microsoft hat deswegen in den Spezifikationen jetzt drinstehen, du brauchst TPM, eben damit dieses Problem mal gelöst wird.
Ja, und ich habe extra TPM und BitLocker aus, weil ich AMD habe, ne? Muss ich aus. Das heißt, für wichtige Updates mache ich TPM immer kurz aus und an und dann wieder aus. Mittlerweile gibt es ein 80-seitiges Handbook mit Features, die PCs unterstützen müssen, damit sie mit Windows 11 ausgeliefert oder 10 ausgeliefert werden dürfen. Die haben ein riesiges Buch mit Sachen, die du unterstützen musst. Hast du übrigens deutlich gelesen, dass sie die Hardware-Anforderungen wieder gesenkt haben für Windows 11? Die haben sie jetzt wieder gesenkt. Ja. Also erst haben sie sie erhöht und jetzt haben sie sie absichtlich wieder gesenkt. Also sie haben jetzt auch nachträglich wieder Prozessoren freigegeben. Manche. Why? Über Secure Boot hast du auch keine Probleme, wenn du das nutzt wie intended. Das Problem ist halt immer, dass das nicht so ist. Versuch mal Secure Boot mit Multiboot und Grub. Das funktioniert, wenn du ein OS hast, welches die entsprechenden signierten Keys hat. Ein Ubuntu oder so wird funktionieren. Aber sobald du von Mainline Ubuntu, Debian oder so weggehst, dann hast du halt echt ein Problem. Kali. Das liegt aber an einem anderen Problem. Microsoft hat zu viel Macht darüber. Es ist kein einheitlicher Standard. Secure Boot ist. Aber ihr müsst mal überlegen, ihr könnt Windows 11 und Kali Linux mit Grub im Multiboot auf einem Festplatte könnt ihr nicht mehr so einfach installieren, wenn ihr Secure Boot nutzt. Kannst du, musst aber, was Kali dir dann natürlich nicht mehr vorschlägt, du musst den Windows Boot Manager verwenden anstatt dem Grub. Ja, den will ich ja nicht nutzen, ich will ja Grub nutzen. Ja, aber der Grub kann in dem Fall eventuell kein Secure Boot. Genau. Je nachdem, dann geht es wieder nicht mehr. Wie deine Disco handelt. Nur falls ihr das noch nicht wisst. Super, super fluffig, super schön. Aber also, weißt du, was du dann wieder für ein Problem hast, wenn du den Windows Boot Manager nutzt? Nee. Beim nächsten Windows Update ist dein Linux plötzlich verschwunden. Ja. Und dann versuch das mal wieder zu reparieren. Dann gehst du nämlich rein in die CM mit dem Windows PE und versuchst die Records wieder händisch zu machen. Kannst hast du für mal manuell eine EFI-File geschrieben? Ja, ich hab's auch. Ja. Ja. Handy aufgemacht, Anleitung, Laptop da und dann händisch die EFI-File wieder zum Reparieren. Am besten noch mit US-Layout und dann, ja, ich kenne das. Das ist ganz geil, Das war die schlimmste Erfahrung, die ich jemals. Übrigens, das war die Erfahrung, die ich zusätzlich gemacht habe zum Corsair hat unseren PC gerettet, also unsere Videos gerettet, Kanal gerettet, Video, ne, mit der SSD, die kaputt war und wo ich Flammen im Thumbnail und hatte. Jetzt wieder kaputt. Ja. Ich wollte jetzt nochmal sagen, also ich würde für heute so langsam ein bisschen Schluss machen, weil meine Stimme aufgibt und ich echt Halsweh habe ohne Ende. Wieso, mir macht das so ganz fit. Aber ich wollte euch und dem Moritz noch einen Tipp geben, den ihr noch nicht auf dem Radar habt. Und dazu mache ich nur ein Video, wenn es wirklich, wirklich, wirklich von euch gewünscht wird. Ich habe hier etwas und das ist mein neuer Lieblingsbrowser. Und ihr werdet nicht raten, was mein neuer Lieblingsbrowser ist. Cyberwolf. Nein. Und das ist viel besser als jeder andere und ihr werdet ihn nicht kennen. Er ist großartig. Das ist ein Entwickler. Der Netscape Navigator. Nein. AOL Explorer. Ihr werdet nicht drauf kommen. Okay. Es ist. Achtung. Es ist Thorium. Thorium ist mein ist mein Lieblingsbrowser. Okay. Und das ist der schnellste Browser, den ich bis jetzt jemals genutzt habe. Der ist natürlich Chromium-basierend, aber er ist um Welten schneller als jeglicher Chrome und Chromium und überhaupt. Dieser Entwickler hat Tuning on the Next Level betrieben. Der ist böse von Haus auf durchgetunt, ohne Ende. Was RAM angeht, was Geschwindigkeit angeht. Er hat auch vollen Plugin-Support, hat er auch. Er hat experimentelle nur Thorium-Features. Zum Beispiel hier dieses, ich kann hier durch Tabs durchscrollen oder die, also das ist so schön. Thorium, und ihr seht schon, wie schnell das läuft. Thorium ist ultra super schön. Das können aber auch andere Browser. Und er ist schneller als alle anderen, die ich bis jetzt getestet habe. Und er hat Bleeding Edge Implementierung mit drin, könnt ihr euch gerne mal angucken. Also der ist bis zu 38% schneller als Chromium. Und ich habe auch gemerkt, wenn ich mehrere Tabs offen habe, weniger RAM und trotzdem responsive. Also super cool, auch was der hat. Der hat Bleeding Edge Änderungen. Heißt es, der kann das WebDRM?
Ich glaube schon, ja. Ja, natürlich kann der WebRTM. Der kann auch, du kannst da auch hingehen, ja, kannst Disney auf 4K gucken und Netflix. Ist alles mit drin. Hm. Super geil. Also ihr könnt euch gerne angucken. DCL mal bitte ablocken. Das habe ich immer noch, wird immer übernommen und bisschen zwischen meinen anderen Sachen. Also ihr könnt gerne mal ausprobieren. Thorium Rocks, muss ich sagen, ist bis jetzt das, was am besten. Und er hat sau viele Security Features. Es ist deep-loaded. Das heißt, es kommuniziert nicht mit Google. Außer du stellst da Sachen ein. Also es hat hier ganz, was, ganz was, viele... Was, der synkt, aber er kommuniziert nicht mit Google, was? Nee, standardmäßig kommuniziert er nicht mit Google. Er hat diese ganzen Telemetrie-Dinger aus. Hm. Er hat ganz viele dieser... wo sind denn die Dinger, die ich... Ich habe mich da ziemlich eingelesen in diesem Browser. Der hat... Der hat es hier überall noch mit dokumentiert. Ich müsste jetzt natürlich in die Documentation richtig rein. Die neuesten Patches, das Thorium Story. Er hat überall, so gut es geht, die Sachen deep-loaded und hat quasi die Telemetriedaten rausgeschmissen, hat neue GPU-Rasterisierung rein, hat ganz viele, ganz viel Voodoo betrieben. Einfach mal durchlesen, lest euch einfach mal ein. Super geil. Der Typ ist ein absoluter Voodoo-Mensch. Der bekommt dafür kein Geld. Ein Solo-Entwickler, der, ich weiß gar nicht, wo er die Zeit hernimmt dafür. Und das Ding immer aktuell halten und immer weiter. Das ist der schnellste Browser, den ich bis jetzt probiert habe. Das ist mein neuer Lieblingsbrowser im Moment. Thorium, fett. Also mal ausprobieren. Könnt ihr gerne mal sagen, was ihr davon haltet. Wenn du gerade Sicherheit angesprochen hast, der sicherste Browser, da gebe ich mal eine Empfehlung raus. Nicht Brave. Bitte nicht Brave. Nein, ich sag kein Brave. Es ist nichts Chromium-basierendes. Liberwolf. Echt jetzt? Ja? Also uralt. Nein. Und nicht, sogar nicht performant. Ist wie die Reden von sicher, Alex. 12 Stunden ja, nachdem Firefox nicht rausgehauen hat, haben die ein neues Bild. Oder 24 Stunden später. Ja. Die sind sehr aktuell. Aber kommt wirklich 100% Fokus auf Privacy. Du kannst da, also das ist quasi ein Firefox auf maximal Privacy-Level alles eingestellt. Brave ist Müll, genau, auch die Operative. Firma dahinter. Opera ist das Schlimmste im Browsermarkt. Ey, sind wir mal ganz ehrlich, ich werde wöchentlich angefragt, ob ich für Opera Werbung machen will. Ja. Werde ich nicht. Opera und die zahlen gut. Ist schlimm. Aber Opera die, die würden mir für so ein Video 1600 Euro geben. Ihr wollt gar nicht wissen, was Opera an Daten von euch sammelt. Die sind schlimmer als Google. Alles, was an Google geht, geht auch an Opera. Nee, ignoriere den Chat nicht weg. Der Chat ist voll aktiv, ich kann bloß nicht so schnell mitlesen, weil ich krank bin. Mir geht's nicht so gut. Also ich kann nicht ganz so schnell heute lesen wie sonst. Ihr müsst überlegen, ich behalte das alles im Blick. Und wenn ich nicht auf der Höhe bin, dann ist das ein bisschen schwierig. Deshalb wollte ich auch ein bisschen früher raus. iCloud, das ist der nächste Punkt. Chrome sollte kein Monopol sein. Nein. Gecko sind leider die einzigen, also hier Firefox, sind die einzigen, die noch halbwegs Relevanz haben und noch mitbestimmen könnten, wie das Web aussieht. Das Problem ist, letztendlich kann der HTML-Standard und so weiter scheißegal sein, weil solange Entwickler gehen anders hin. Entwickler schauen, läuft es im Chrome. Wenn es im Chrome läuft, läuft es auf 90% der Anwender und fertig, passt. Wenn Chrome jetzt irgendwelche eigenen Features hat, vor allem wenn es um Rendering, Video, was auch immer angeht, kann sein, dass im Firefox die Serverseite nicht mehr lädt. Das hast du viel zu oft. Ja, das ist auch oft. Und das darfst du eigentlich nicht unterstützen. Browser in der Hinsicht echt schwierig. Also ich mag die Chromium Base, die ist Open Source. Ne? Die Chromium Base mag ich. Es kommt halt darauf an, was Entwickler daraus machen. Ich habe viele Derivate probiert. Viele ausprobiert. Viele, viele verschiedene Versionen aus Chromium. Edge ist ja auch Chrome. Ne, ist mittlerweile fast alles Chrome, weil die Engine einfach schneller war als Firefox. Oder ist. Ja, auch Firefox weil ist immer noch gut, aber halt einfach schneller. Entwickelt. Weil man darf nicht vergessen, wie viele 3D-Beschleunigungen. Wie viel 3D-Beschleunigung, GPU-Rasterisierung und H264 und was da nicht alles heutzutage in einem Browser gefordert wird, was er alles können muss. Ne? Und der RAM muss berücksichtigt werden und responsive soll das Ganze sein. Die Tabs sollen nicht lange laden, Zeit ist Geld, alles muss schnell gehen. Ne? Das ist viel Entwicklung, viel muss da optimiert werden. Und deswegen, ja, ich habe viel rumprobiert. Im Moment ist mein Liebling Thorium. Ihr könnt ja mal ausprobieren, ob das bei euch schneller läuft oder nicht oder was ihr von haltet. Und dann könnt ihr mir im nächsten Stream zum Beispiel mal Feedback geben. Weißt du, was wir immer wieder vergessen, wenn wir von Browser-Engines reden? Hm? WebKit.
Safari und so weiter. Ja, ist ja uralt. Ja, aber WebKit ist, worauf Chrome basiert. Basiert, ja, aber dann könnten wir gleich zurückgehen in Netscape. So. Ja, Netscape ist, worauf Gecko basiert. Ja, also du kannst immer mit Basieren WebKit kannst du. War, ne? Aber WebKit hat nichts mit Netscape zu tun. Das war immer eigen. WebKit war, ist eigenständig entstanden. Ah, du nutzt den Mercury. Ja, ja, Mercury ist das übrigens hier. Wer Firefox mag, Mercury ist das gleiche vom gleichen Entwickler für Firefox. Ich soll meinen Browser sagen. Aktuell ganz langweilig Firefox. Sehr angepasst. Aber ich möchte schon kein Chrome. Früher habe ich sehr viel benutzt. Ich habe mittlerweile gemerkt, ich merke gar nicht, was ich für einen Browser nutze. Es ist mir sowas von so egal. Gut, ich bin jetzt durch Arbeit und so weiter, bin ich sowieso ständig am Hin und Her helfen, was Betriebssystem überhaupt angeht. Von daher, was ich für einen Browser nutze, ist dann eher nebensächlich. Okay. Wenn ich ja sowieso zwischen macOS, Windows und Linux ständig hin und her hüpfe. Weiß nicht. Ja. Na, also, es ist klar, arbeitsbedingt hat man natürlich wieder. Jeder hat so seine Geschmacksrichtung und manche Sachen, wenn du dann eh keinen Fokus mehr so drauf legst, weil du eingebunden bist, dann ist es wurscht. Hauptsache, man kann das machen, was man machen muss. Übrigens, was ihr machen müsst. Geekfreaks.de oder eben tgf.click/social. Da findet ihr alle Links zu allen Sachen, die wir bis jetzt so produziert haben, machen und weitermachen. Unser Forum, unseren Discord, wenn ihr euch austauschen wollt, wenn ihr mehr Themen wollt, wenn ihr mehr Infos wollt, wenn ihr mehr von Moritz wollt. Wir haben auch Reddit sogar. Ihr könntet da gerne mal wieder Memes postulieren. Oder ihr sagt, ihr wollt euch eben in unseren Podcast reinziehen. Dann könnt ihr euch auch unseren Podcast reinziehen, von dem ich nächste Woche einiges an Folgen schneiden muss, weil wir anscheinend sehr viele übrig haben. Ich muss ja nicht noch Videos drehen. Das zur Zeit, dass Robin wieder aus dem Urlaub kommt. Was soll ich noch alles machen? Ich habe Kinder. Will jemand einen Podcast ein Haus renovieren? Meldet euch bei Alex und Dankeschön Podcast. Übrigens für jede Spende. Dankeschön für die Coffees. Dankeschön, dass ihr heute zugesehen habt. Und danke, dass ihr so viel Diskussionen, Spaß und Blödsinn mit uns macht. Das bedeutet mir viel. Das ist nämlich schön, weil nur für euch machen wir das Ganze. Und solange es euch glücklich macht, sind wir auch glücklich. Nee, wir machen keine ISOs mehr. Nee, ISOs nicht mehr, aber es wird ein Tuning-Pack geben, wir sind in der Workgroup und wir sind dabei. Kann aber noch bis nächstes Jahr dauern. Das wird definitiv bis mindestens nächstes Jahr dauern. Moritz cruncht das nicht in einem Wochenende runter. Aber es wird super. Nicht nochmal. Darauf habe ich keinen Bock mehr. Nee, aber es wird super. Wir sind dabei. Und ich hoffe, ich sehe euch wieder im nächsten Livestream oder Montag im nächsten Video und vielleicht auch in den Bonusvideos an einem Donnerstag. Würde ich mich auch sehr freuen. Ich werde wahrscheinlich ein bisschen weniger Humor machen, weil der Humor bei den Leuten nicht ganz so ankommt. Instant 10 Abos verloren. Nur weil ich Humor in einem Video mit reingebracht habe. Das ist irgendwie schon. Hey, wir haben Shorts gemacht. Ja, wir haben Shorts gemacht. Das war auch ganz gut. Das hat Abos gebracht. Aber handelt ihr das auch so polarisierend? Mein Humor kommt, glaube ich, nicht bei allen an. Weiß nicht. Es gibt hier Leute, die sind echt dafür für meinen trockenen Blödsinnshumor. Aber an andere. Schreibt doch mal in den Chat, wenn ihr entweder das TikTok, den YouTube Short oder Instagram Reel gesehen habt. Da ist immer ein bisschen am Experimentieren gewesen. Ja, dunkel und sarkastisch. Ich würde gern mehr machen, aber sobald Leute Technik und Humor auf dem Channel sehen, zack, der Abo. Wo ich denke, oh ja, hallo. Dann halt nicht. Kaufe ich diese Äpfel eben nicht, die wirken und schmecken. Rutsch mal hier ins Dunkel nach hinten. Siehst du, da, wo es dunkel ist, da schalte ich jetzt gleich aus, Moritz. Willst du noch mal okay. Die Kamera schon dich verabschieden und gute Nacht sagen und irgendwas Schönes machen? Ja, ja, das ist der Prototyp eines Kellernerds. Macht's gut, lasst euch gut gehen, passt auf euch auf, seid brav, seid lieb und gerne noch einen Kaffee spenden. Ich freue mich drüber, dann kann ich auch meine Kinder ernähren. Geld essen und so. Geld essen.